Es ist Sonntag, der 26. April 2020, 19 Uhr. Und wie Sie sehen, die Hitparade. Nein, ihr seht nicht die Hitparade, sondern ein Webinar rund um das Thema Horsemanship. Und das Thema dieses Mal ist, wie funktioniert eigentlich ein Online-Kurs? Ist es nicht ein Widerspruch mit dieser Technik, mit dieser modernen, sowas Natürliches wie Pferdearbeit zu machen? Diesem Thema wollen wir uns widmen heute. Und mich interessiert wie immer, wow, die Teilnehmerzahl steigt und steigt. Wir hatten ja bei einem unserer Webinare das Problem, dass plötzlich der Anbieter dicht gemacht hat und hat gesagt, mehr Teilnehmer verkraften wir nicht. Jetzt haben wir das Kontingent erweitert. Es ist noch nicht erschöpft. Ihr könnt also noch weiter euch zuschalten, aber so wahnsinnig viele Plätze gibt es nicht mehr. Wo schaltet ihr euch denn zu? Wie sind die Städte und die Länder, aus denen ihr jetzt euch zugeschaltet habt, das würde ich gerne von euch hören bzw. lesen. Barbara schreibt gerade, sie ist schon mega gespannt. Aus Hamburg, Oldenburg, Berlin, Hannover, Osnabrück, Potsdam, Frankfurt am Main, Erlangen, Brühl. Boah, hier geht's aber ab. Niedersachsen, toll seid ihr. Soltau, ich kann gar nicht so schnell lesen. Ottendorf, Wien. Wien war das weiteste. Ne? Also gut, jetzt frage ich mal, wer ist am weitesten weg? Österreich ist auch vertreten. St. Gallen aus der Schweiz, Lübeck um die Ecke, Melle auch aus der Ecke, Flensburg um die Ecke, nochmal aus Hamburg, Luzern aus Dresden. So, und wann höre ich das erste? Aus Südafrika, Neuseeland, Australien, Bad Aibling, Rosenheim, Schweiz nochmal. Huiuiui, ganz schön was los. Ha. Es ist wirklich eine spannende Zeit. Also das hier ist ein Corona-freies Webinar. Ich werde das Thema gar nicht erwähnen. Ich werde jetzt einfach nur über das sprechen, was mich interessiert. Und das sind Pferde und das ist Horsemanship. War lange in der Maske gesessen und ich hatte so ein bisschen heute die Wahl zwischen Urban Priol mit meinen Haaren und Otto Walkes. Und dann habe ich mich für den Bad Hair Day entschieden und so ein bisschen wie Thorsten Sträter mir meine Mütze aufgesetzt. Ihr könnt auch, wenn ihr wollt, dazu eure Meinung sagen oder ob ich jetzt mal zum Friseur sollte, aber geht ja nicht. Aber da, warum nicht, habe ich ja gesagt. Spreche ich nicht drüber. Wir machen heute ein ganz spannendes Webinar mit ganz vielen Gästen, die sich zugeschaltet haben. Und meine Lieblingsgäste, das sind natürlich die Pferde. Und ich habe in der vergangenen Woche bei diesem wahnsinnig schönen Frühsommerwetter viel Zeit mit meinen vier Stars verbracht und habe jetzt auch gelernt, Videos zu schneiden. Tolle Sache, wenn man Zeit hat, ist ja alles toll, dann das zu machen. Das ist nicht ganz ernst zu nehmen, was ihr jetzt seht. Das ist mehr so ein kleiner Witz. Das kann man als Trailer produzieren, dauert nur 5 Minuten und dann hat man sowas. Das ist eine bombastische Musik, schöne Texte und das habe ich für euch vorbereitet als kleine Einstimmung und Begrüßung. Begrüßen Sie jetzt die glorreichen vier. Wir warten auf die glorreichen vier. Ich sehe sie noch nicht. Aus den. Also, das war unser kleiner Spaß zum Anfang. Wir haben aber auch ein ganz ausführliches Video gemacht. Es soll ja nicht nur darum gehen, wie kann ich zu Hause Horsemanship lernen im Round Pen und was bietet mir so ein Online-Kurs, sondern es soll auch darum gehen, dass ihr ein bisschen seht, was für einen Spaß wir mit Pferden haben. Und das werdet ihr im Anschluss, also wenn wirklich alle Fragen beantwortet sind, wenn es zu Ende geht, dann habe ich noch zwei Videos für euch vorbereitet. Diejenigen, die dann ins Bett müssen, machen das Licht aus und gehen schlafen und schauen sich das andere Mal an, weil ihr bekommt ja den Link. Ihr könnt das alles, was ihr jetzt hier live miterlebt, dann auch noch
nachschauen. Und wenn ihr zu müde seid um die Videos, es wird heute wahrscheinlich ein bisschen lang dauern, weil so viele Teilnehmer und Teilnehmerinnen wie dieses Mal hatte ich noch nie. Und es geht um das Thema, was lerne ich auf so einem Online-Kurs? Wie funktioniert das eigentlich ganz genau? Manche von euch haben geschrieben, das ist mein erstes Webinar, ich bin schon ganz aufgeregt. Und ein Online-Kurs ist nochmal eine andere Nummer, da ist man 3 Monate mit dieser Technik konfrontiert und dann fragt man sich, lohnt es sich dafür Geld auszugeben, habe ich wirklich was davon? Und bevor ich jetzt das im Einzelnen erkläre, wie das ist mit der Facebook-Gruppe, wie das Material euch zur Verfügung gestellt wird und wie ich euch Rede und Antwort stehe mit meinem Team, spiele ich euch einfach mal diesen kurzen Teaser ein mit den wunderschönen Bildern, die wir vor 2 Jahren gedreht haben auf unserer Wiese mit unseren Pferden und ich sage mal, Mats ab. Ich habe den Traum, mein Pferd ohne Sattel und Zaumzeug ganz natürlich reiten zu können. Ich möchte, dass sich mein Reiten anfühlt wie ein harmonischer Tanz. Ich wünsche mir nichts sehnlicher, als einfach Pferd unter Pferden zu sein. Ich möchte halb Mensch, halb Pferd mich als Alphatier in meiner Herde bewegen. Ich möchte die Leitstute sein, die die Herde führt. Ich übernehme die Rolle des treibenden Hengstes. Ich will ein Pferd an mich binden, wie die Mutterstute ihr Fohlen. Mit meinem Online-Intensivkurs bist du auf dem richtigen Weg. In kleinen Schritten zur großen Freiheit. Zunächst zeige ich dir mit Velosh die 7 Schritte zu einer starken Bindung. Du lernst dafür zu sorgen, dass dein Pferd sich für dich selbstständig bewegt. Dass es sich nicht von dir ab, sondern sich dir zuwendet. Und zwar immer. Dass es sich schließlich punktgenau mit dir synchronisiert und dass es bereitwillig für dich die Richtung und die Seiten wechselt. Mit Pferden, die noch nie zuvor im Roundpen waren, zeige ich dir, auf welche Anfangsschwierigkeiten du stoßen kannst. Natürlich zeige ich dir auch, wie du diese Hürden gemeinsam mit deinem Pferd überwindest. Schließlich siehst du mich beim Unterricht mit Kursteilnehmerinnen. Ich helfe ihnen, die ersten Schritte mit ihrem Pferd erfolgreich zu bewältigen. Auch für richtig hartnäckige Fälle bekommst du Hilfestellung. Der besondere Clou? Aus der Vogelperspektive und mit hilfreichen grafischen Elementen zeige ich dir, wie du deinen Körper einsetzen musst, damit dein Pferd verstehen kann, was du von ihm möchtest. Du bekommst eine Fülle von Material, Lehrvideos, 18 Clips für alle Schritte zum Erfolg in der Freiheitsarbeit, Handouts zum Ansehen, Ausdrucken, zum Mitnehmen und als Nachschlagewerk. Als Mitglied einer geschlossenen Facebook-Gruppe bist du Teil einer virtuellen Schulklasse. Ihr könnt euch gegenseitig unterstützen und anfeuern und bekommt von mir und meinem Team zeitnah Antwort auf alle eure Fragen. Live-Chat. Jeden Monat melde ich mich und erörtere die jeweils aktuellen Fragen. Login. Alle Unterrichtsmaterialien und die Facebook-Gruppe stehen dir für insgesamt 1 Jahr zur Verfügung. 3 Monate Fundamentarbeit im Roundpen. Danach bist du fit für alle Leckerbissen der Freiheitsarbeit. Jetzt geht der Spaß so richtig los. Und eurem Spiel und Tanz sind keine Grenzen gesetzt. Wir sehen uns am 1. Oktober. Also, keine Angst, ihr müsst nicht warten bis zum 1. Oktober, wie dieser Teaser das gesagt hat, sondern es geht schon in wenigen Tagen am 1. Mai los.
Ja, alles, was dazu zu sagen war, sagt dieser Teaser. Wenn ihr nicht alles verstanden habt, alles behalten habt, es gibt eine Seite www.roundpenarbeit.de. Da könnt ihr alles in Ruhe nachschlagen und schauen, ob das das Richtige ist. Und ich meine, diese Bilder wecken natürlich eine große Sehnsucht und eine Lust auf Freiheit mit Pferden. Und man kann ja in so einem Werbevideo und nichts anderes ist es ja eine ganze Menge versprechen. Aber wir haben Teilnehmer, wie gesagt, vor anderthalb Jahren ist der Kurs zum ersten Mal gestartet. Und wir sagen ja, es ist uns klar, dass ihr im Round Pen steht, ihr baut ihn vielleicht zum ersten Mal auf und es funktioniert am Anfang gar nichts. Und dafür ist dieser Online-Kurs ja gemacht, dass ihr uns dann eure Videos schickt, um dann von uns beraten zu werden, wie ihr das besser machen könnt. Und ich muss sagen, in Vorbereitung dieses Webinars war ich nochmal beeindruckt zu sehen, wie einzelne Leute uns das erste Video geschickt haben und was die inzwischen erreicht haben. Und exemplarisch dafür nehme ich zwei Leute raus. Wir starten mal mit Mariana, die hat im Oktober 2018 uns folgendes Video geschickt. Und ich werde jetzt die Klappe halten, damit ihr seht, wie ich das dann vor Ort oder am Rechner gecoacht habe. Der Wolle schlägt die falsche Richtung ein, weil du ein bisschen spät hinter ihn gehst. Und jetzt müsstest du ihn wirklich mal kräftig berühren. Er nimmt dich ja überhaupt nicht ernst. Und dein Stick schwingen wird von ihm empfunden, als würdest du nur die Fliegen wegwedeln wollen. Was eine Hilfe ist, einfach mal aus großer Distanz auf ihn zugehen und in den vier Phasen der freundlichen Bestimmtheit ihn wegschicken. Das heißt, zeigende Sticks, die Luft peitschen, den Sand peitschen und dann mit voller Kanne, kann es nicht anders sagen, das Pferd berühren. Wenn er dann immer noch rumsteht, erst dann wird er anfangen, den Stick und damit deine Armverlängerung ernst zu nehmen. Er ist mit allem Möglichen beschäftigt, aber nicht damit, dich zu respektieren, deine Wünsche zu erfüllen. Und natürlich, weil er ein bisschen antriebsschwach ist, reagiert er sehr gut auf die Einladung. Also, Mariana, vielen Dank für das Video und mach weiter so. Also, obwohl ich da ein bisschen kritisch kommentiert habe, dass er so ein fauler Vertreter ist, seid ihr auf einem guten Weg und das wird die nächsten zwei Monate noch tolle Ergebnisse hageln. Ja, das habe ich prognostiziert. Ich habe gesagt, du musst auch mal dieses Pferd, was sich überhaupt nicht für dich interessiert, einfach mal deutlich ermahnen und hau ihm einfach mal eine auf den Arsch. So klar kann man das auch sagen. Und ich habe prognostiziert, dann werdet ihr schöne Ergebnisse haben. Aber was dabei rausgekommen ist, meine Kollegin Jördis hat die Mariana angesprochen und hat gesagt, du bist du noch dabei geblieben? Wie sieht es bei dir aus? Und sie hat, statt zu antworten, uns das folgende Video geschickt. Und da war ich wirklich bass erstaunt, als ich das heute Nachmittag gesehen habe. Mariana aktuell. Schaut mal, wie der jetzt flutscht. Ne? Der geht in die Innenwendung, er hält die Gangart, er trabt langsam, das ist aber auch eine schöne Sache. Und sie geht rückwärts und im Trab kommt er auf sie zu. Und auch im großen Rahmen funktioniert es. Schaut euch das an. Er hätte alle Möglichkeit wegzulaufen oder was anderes zu machen. Und er macht einen fliegenden Wechsel durch den Zirkel. Ich muss sagen, Mariana, ich bin beeindruckt, was du da erreicht hast. Ich glaube, du bist auch online als Teilnehmerin mit dabei und dein Pferd hat nichts mehr von dem, was man... Ah, du hast auch ein stolzes Lächeln. Ja, Mariana, wenn du das jetzt live hörst, herzlichen Glückwunsch zum Ergebnis dieser Arbeit. Das ist richtig toll und ich bin platt. Aber es nicht steht dem Jasmin nach, die auch in deiner Klasse war, 2018 im Oktober. Und wir sehen jetzt mal, was ich zu ihrem ersten Video gesagt habe. Jasmin hat uns auch ein Video gesagt. Also, da gut aufpassen und nicht, ich würde das nicht mal, oh, das war richtig gefährlich. Also, sie hat schon Anzeichen gezeigt und gedroht, dir gleich eine zu kicken. Und diese Zickigkeit würde ich gleich unterbinden durch Laufwege, Geld, wie ich es nenne, also sie wirklich deutlich schicken, ja. Und da würde ich jetzt nicht so freundlich bleiben, sondern richtig Gas geben und sagen, was fällt dir eigentlich ein, mich so zu bedrohen, in meine persönliche Zone einzudringen?
Hast ein tolles, spritziges Pferd, aber du musst aufpassen, dass sie nicht frech wird. Einmal einladen, wenn sie nicht kommt, weiterschicken. Immer wieder sagen, keine großen Gesten, ja. Und das macht überhaupt nichts, wenn sie nicht in die Mitte kommt. Schön wäre es nicht, wenn sie Außenwendungen macht. Das müsstest du korrigieren. Aber diese schönen Innenwendungen, die kannst du geduldig annehmen und dann sagen, okay, mach fließende Wechsel. Einfach reingehen, passiv abwarten, sagen, du hast die Chance, in der Chefetage eine Pause zu machen oder du hast die Chance, weiterzuarbeiten. Mir ist es egal, die Entscheidung liegt bei dir. Ja, das war besonders am Anfang richtig gefährlich für Jasmin. Die Stute oder Wallach hätte sie beinahe umgerannt. Und ich habe gesagt, pass auf. Und Jasmin hat aufgepasst in den nächsten Monaten und hat weitergearbeitet. Und auch von ihr ist dieser Tage ein Video eingetrudelt, was ich euch nicht vorenthalten möchte, wo man sieht, wow, was sind die beiden für ein Team geworden. Das Pferd folgt respektvoll, galoppiert jetzt mit ihr an. Guckt mal an, tanzt Walzer mit ihr. Sie lässt sie reinkommen und auf der Stelle wieder drehen. Also, wenn man bei dieser Arbeit dranbleibt und es kommen noch einige Leckerbissen heute Abend auf euch zu, dann ist es einfach begeisternd. Es ist ja so, dass das immer die Leute sagen, ja, du kannst es alles und du machst tolle Sachen. Aber wenn ich dann sehe, wie ich dieses Wissen weitergeben kann und wie die Leute Spaß haben und begeisterte Mails schreiben, dann denke ich, dann lohnt sich diese Arbeit. Da schießt dieses Pferd im Galopp auf sie zu. Tolles Video, Jasmin. Macht richtig Spaß. Also jetzt habe ich mich mal wieder so richtig mit unserem Online-Kurs beschäftigt. Das liegt ja doch schon einige Zeit zurück. Und ich habe mich dann daran erinnert, sicherlich hat es auch mit dem Aufwand, den wir damals 2018 getrieben haben, zu tun, dass ihr so erfolgreich zu Hause lernen könnt, weil wir haben wirklich keinen Aufwand gescheut. Es war die Zeit, als wir mit dem NDR diese Fernsehdoku der Pferdeversteher gedreht haben und wir haben dann Leute aus diesen professionellen Teams um uns herum geschart und die haben dann mit ganz großem Aufwand, mit Drohne, mit Regiewagen sind sie angereist und wir haben dann einen Online-Kurs produziert, den man im Fernsehen zeigen könnte. Wir kriegen gleich die Bilder von diesen turbulenten Tagen und dann haben wir diese Bilder mit großem Aufwand geschnitten, in ein gutes pädagogisches Konzept gebracht. Hier sieht man den Udo mit der großen Kamera vom NDR, der Regiewagen im Hintergrund. Und da ist Conny, sitzt im Regiewagen. Wie immer hat sie natürlich die Fäden in der Hand. Und es war ziemlich heiß, ich kann mich erinnern an dieses Drehen. Und nachdem es dann gedreht war, war es immer noch ein großer Aufwand, das zu schneiden und dann zum Grafiker nach Schwerin zu bringen und mit ihm in stundenlangen kleinen Schritten und Stunden das fertige Produkt zu erstellen, was wir dann im Oktober 2018 zum ersten Mal auf den Markt gebracht haben. Ja, wir haben einen Aufwand betrieben, als ginge es um eine Fernsehproduktion. Und jetzt im Nachhinein, damals habe ich gedacht, um Gottes Willen wird das alles teuer. Hier mit dieser Profi-Drohne, die über uns geschwebt ist. Gute Laune war immer mit an Bord. Wie wird das sich alles lohnen, dieser Aufwand? Und wenn ich dann die Ergebnisse sehe, die ihr zu Hause erreicht habt, dann bin ich schon sehr stolz und freue mich, dass es gelungen ist. Und im Rahmen der Vorbereitung dieses Webinars dachte ich mir, ich müsste mir mal die Leute fragen, die teilgenommen haben, hat das was für dich bedeutet? Du bist jetzt anderthalb Jahre her. Und dann habe ich ein Interview mit Maren und Gundula vorproduziert. Und das haben wir gestern oder vorgestern Abend geführt. Und das möchte ich euch auch zeigen, wie die beiden im Nachhinein, nach anderthalb Jahren Abstand, beurteilen, was dieser Horsemanship-Kurs, dieser Online-Kurs heute noch für sie bedeutet.
Hallo und guten Abend, Gunda. Hallo und guten Abend, Maren. Danke, dass ihr euch die Zeit genommen habt für dieses Vorab-Interview. Ihr seid Teilnehmerinnen vom Oktober 2018, also die allererste Runde, als der Online-Kurs in kleinen Schritten zur großen Freiheit an den Start ging. Und ihr habt euch zur Verfügung gestellt und habt euch bereit erklärt, mir Fragen zu beantworten. Gunda, ich würde dich gerne zuerst fragen, hat sich das für dich gelohnt? Hast du einen Lernerfolg? Ich meine, es ist jetzt anderthalb Jahre her, dass du diesen Kurs besucht hast. Wirkt es noch in dein Leben hinein oder ist es Schnee von gestern? Nein, also ich mache das auf jeden Fall noch mehr als ich. Vorher bin ich nur geritten eigentlich. Ich hatte keinerlei Horsemanship-Erfahrung und habe das erst durch diesen Kurs gelernt und ich mache es seitdem mehr als das Reiten, muss ich tatsächlich sagen, weil es mir einfach unglaublich viel Spaß macht. Und Gunda, was war für dich der Anlass, dich für diesen Kurs zu entscheiden oder wie hast du überhaupt mitgekriegt, dass es das gibt? Naja, eigentlich habe ich dich im Fernsehen gesehen, bei deinem Film, wo du auf den Anhänger galoppiert bist. Das fand ich schon sehr beeindruckend. Aber noch viel beeindruckender fand ich, dass du einfach auf die Wiese geritten bist, dir ein Pferd rausgepickt hast zwischen den vielen Pferden und bist mit denen dann zurück und das Pferd ist mitgekommen. Und dann hast du zu einer Besitzerin gesagt, das kann man mit jedem Pferd machen. Und da habe ich gesagt, nein, mit meinem nicht. Und ja, du hast mich eines Besseren belehrt durch den Kurs. Also tatsächlich ist sowas möglich. Ne? Okay. Und was würdest du sagen, was ist das Besonderste, was du jetzt mit deinem Pferd machen kannst, was du vor diesem Kurs nicht machen konntest? Naja, das war tatsächlich heute. Da habe ich einen Ausritt gemacht, so 5-6 Kilometer entfernt und bin in den Wald geritten. Da habe ich mein Pferd abgesattelt, Zaumzeug abgemacht und dann habe ich Horsemanship im Wald gemacht. Und er ist bei mir geblieben, ist um mich rumgezirkelt. Ja, besser kann es nicht sein. Das heißt, du hast alles Netz und Sicherheitsseil fallen lassen und hast ausprobiert. Es hätte sein können, dass dein Pferd sich einfach verabschiedet und nach Hause rennt. Ja, genau. Das ist mutig, aber das ist ja schließlich das Konzept des Kurses, zu sagen, wir wollen im Round Pen beginnen und dann beginnt die große Freiheit. Und das propagiere ich ja auch so ein bisschen. Ich hoffe, dass der Förster dich nicht gesehen hat und dass du keine Anzeige zur Folge hast. Finde ich aber toll. Das ist genau dieses Freiheitsgefühl, was wir ja haben wollen, wenn wir mit unseren Pferden zusammen sind. Aber wunderbar. Es sind kleine Schritte, die dahin gehen. Also das geht natürlich nicht von heute auf morgen sowas. Ne? Ja, ja. Braucht man viel Zeit. Ja. Und war die Facebook-Gruppe, hast du das genossen, mit den anderen dich austauschen zu können? Auf jeden Fall, das hat mir viel gebracht, aber insbesondere haben mir eben auch die Videos noch unheimlich viel gebracht. Das Feedback von dir, dass man gleich eben den Lernerfolg dadurch hatte. Okay, vielen Dank, Gunda. Jetzt bin ich gespannt. Maren, du hast jetzt diese Lobeshymne von Gunda, will natürlich nur Lobeshymnen hören, aber trotzdem, jetzt mal ganz im Ernst. Hat der Kurs dir was gebracht? Hat es eine Veränderung gebracht im Verhältnis zu deinen Pferden? Absolut. Ich kann dir auch nichts anderes geben als Lobeshymnen. Absolut. Absolut. Also es hat sich um 180 Grad gedreht. Es war eine absolute Bereicherung. Es sind neue Türen aufgegangen und man kann auf einmal tatsächlich mit seinem Pferd sprechen. Man sagt vielleicht kommunizieren, aber man kann tatsächlich mit dem Pferd sprechen und man weiß auch, was das Pferd einem die ganze Zeit sagen wollte, worauf man vielleicht vorher gar nicht geachtet hat. Du hast ja kein Facebook und deswegen konntest du an der Facebook-Gruppe nicht teilnehmen. Hast du das sehr vermisst? Überhaupt nicht. Die Betreuung durch dich und dein Team ist so persönlich und so gut, dass man unmittelbar auf jede Frage eine Antwort gekriegt hat und kam so perfekt zurecht mit den Videos und mit den Antworten über E-Mail. Okay. Und es ist ja so, dass ihr jetzt verbal hier euch geäußert habt. Ihr bekriegt dann auch jeder seinen 500-Euro-Scheck noch als Bestechungsgeld natürlich. Aber das ist das eine, eure Interviewantworten. Aber ihr habt ja beide mir Videos zugeschickt von dem jetzigen Stand 2020 im April eurer Arbeit. Und ich muss sagen, ich war so bass erstaunt. Aber das will ich natürlich jetzt nicht reden, sondern das will ich zeigen. Ich möchte zunächst jetzt ein Video zeigen, Maren, und danach das von Gunda und danach
hören und sehen wir uns dann auch nochmal wieder. Bis hierher vielen Dank euch beiden und bleibt den Pferden treu, der Pferdekommunikation, und habt viel Spaß in dieser kommunikations- und kontaktarmen Corona-Zeit mit euren Pferden. Die dürft ihr kuscheln und schmusen. Ich glaube, der Virus überträgt sich nicht auf Pferde. Danke. Ja, ich danke euch auch. Tschüss. Tschüss. Ja, wie angekündigt, sehen wir jetzt noch zwei Videos, weil man kann ja viel erzählen und man kann sich, ich will einfach nur sagen, Maren und ihre Pferde. Ihr seht, kein Round Pen, sondern auf der grünen Wiese. Das andere Pferd ist völlig unbeteiligt da hinten und ich habe Maren mal besucht, weil sie wohnt hier in der Nähe. Und habe mit ihr schon ein Interview, ein ausführliches Interview gemacht. Und da war das alles noch im Round Pen. Das war alles noch wackelig. Einmal ist das Pferd auch fast rausgegangen. Und jetzt sieht man, wie dieses Pferd im großen Kreis um sie herum geht und wie die beiden miteinander kommunizieren. Und eben nicht mehr im Round Pen, nicht auf dem engen. Die Möglichkeit wäre da für das Pferd, weiß Gott, wohin zu laufen. Aber sie ist vollkommen konzentriert und aufmerksam auf der grünen Wiese, grast ein anderes Pferd und das Pferd, was Maren an der Schulter führt, ist komplett bei ihr. Und das ist natürlich ein wunderschönes Ergebnis. Das wollen wir gerne sehen. Und das ist das entspannte Verhältnis, dass man sagt, wir arbeiten an einer Bindung, die stärker ist, als es ein Seil sein könnte. Dieses Pferd hat keine Ambition, Maren zu verlassen, wegzugehen, Gras zu fressen, sondern sie ist konzentriert bei ihrer Besitzerin, lässt sich jetzt ansaugen, kommt zu ihr her, ein perfekter Schulterwechsel. Alles das lernt ihr in dem Online-Kurs. Der Schulterwechsel ist, glaube ich, im dritten Monat dann soweit. Ein Rückwärts, eine perfekte Synchronisation zwischen Mensch und Pferd. So will man das sehen und das ist das, was man erreichen kann, wenn man sich mit dem Lehrmaterial befasst und natürlich, wenn man dranbleibt und mit seinem Pferd die Übungen, die man zur Verfügung gestellt bekommt, die man auf meinen Lehrvideos sieht, dann auch entsprechend umsetzt. Das ist ein tolles Ding, aber jetzt kommt die Zirkusfrau Gunda. Ihr habt sie gesehen, wie sie zurückhaltend und freundlich über Horsemanship berichtet. Jetzt macht sie Zirkus mit ihrem Pferd und ich halte jetzt einfach die Klappe. Die Musik kann dazu laufen. Guckt euch das an, was diese Frau gesagt hat. Wir haben gar nicht überhaupt was verarbeitet hat. Damit dürfen wir noch lange nicht auf. Ihr habt unseren witzigen Shows inspirieren lassen. Hier ist das enge Zirkel, zunächst im Trab, jetzt in ein enger Galoppzirkel. Das Pferd galoppiert so lange, bis sie sagt, Hinterhand weg, Körper zu mir. Und jetzt seht ihr mal, was fantasievoll umgesetzt aktive und passive Neutralität bedeutet. Gunda kann sich unterm Sonnenschirm legen, kann Liegestütz machen oder was das für eine Gymnastikübung war. Und ihr Pferd weiß, kennt seinen Job. Das lernt ihr, die Anfänge davon, in dem Online-Kurs. Und das kann dabei rauskommen. Claudia schreibt gerade, wow. Und ich kann auch nur sagen, wow, was die Gunda sich einfallen lässt, und was sie mit ihrem Pferd macht, ist einfach großartig. Gunda, bei unserer nächsten Show, wenn man wieder reisen darf, musst du unbedingt mit deinem Pferd kommen und unsere Show mit deiner Anwesenheit und deiner Darbietung bereichern. Ihr seht gleich, ich kenne das Video ja schon, wie das Pferd jetzt vor ihr steigt. Ein kleiner Fingerzeig und das Pony steigt nach oben. Zack. Eine unserer Standard-Show-Sachen, der halbe Sprung. Und das geht natürlich auch über die Blechbanne. Also, Gunda, großes Kompliment für das, was du da machst. Man merkt es, ach, das ist ja noch gar nicht fertig, jetzt kommt ja noch diese Desensibilisierung. Also mit der Peitsche
so zu hantieren, lernt ihr natürlich im Online-Kurs. Aber ihr lernt nicht, das bei deinem liegenden Pferd auch zu machen. Es geht ganz stark um Vertrauensbildung. Aber so ein Vertrauen, das werdet ihr wahrscheinlich nicht in den ersten 3 Monaten erreichen. Aber auf der Basis dessen, was Gunda sich hier erarbeitet hat. So, jetzt kommt das Dankeschön an Uwe und Team. Ich bedanke mich bei dir und bei Nobi, dass du uns dein Video zur Verfügung gestellt hast und dass du so toll dabei geblieben bist. Wow, das war's. Also, jetzt habt ihr eine Menge Infos bekommen. Ihr habt das Interview gesehen. Es gibt auch noch ein ausführliches Interview, wo Maren berichtet, mit welchen Schwierigkeiten sie zu kämpfen hatte. Das ist auf meiner Roundpen-Seite zu sehen. Aber jetzt, nachdem ihr viel Informationen bekommen habt, wie dieser Kurs läuft, will ich natürlich auch mal sehen, mit wem ich es eigentlich am anderen Ende der Leitung zu tun habe. Und wir haben eine kleine Umfrage gestartet. Und ich freue mich, wenn ihr, die ihr jetzt als Webinarteilnehmer mit dabei seid, mir kurz die 5 oder 6 Fragen, die ich zusammengefasst habe, beantwortet. Nachher werden wir vielleicht das Ergebnis einblenden können. Da steht es schon. Also, ihr braucht es nur anzuklicken. Arbeitest du im Roundpen? Also ist dir diese Freiheitsarbeit in irgendeiner Weise vertraut? Ja oder nein? Hast du ein eigenes Pferd oder arbeitest du vielleicht mit einem anderen Pferd oder bist du einfach ein Pferdeinteressierter, der sich sowas anschaut? Was erwartest du dir von der Roundpen-Arbeit? Eine Auswahlfrage: Vertrauen, Respekt oder Kommunikation? Du kannst auch mehrere Sachen anklicken. Dann ist meine Frage, hast du schon mal einen Horsemanship-Kurs besucht bei irgendeinem Trainer, der seine Dienste anbietet? Und die letzte Frage, warst du schon mal bei uns in Neudrefal? So, bevor wir jetzt zu unseren Fragen kommen, und da geht es natürlich nicht nur um die Fragen, wie buche ich den Online-Kurs, was mache ich da, was kriege ich und was muss ich bezahlen oder so, das dürft ihr alles fragen. Ihr dürft aber natürlich auch fachliche Fragen stellen zum Thema Roundpen-Arbeit. Das ist ja nicht das erste Webinar, es ist hier schon eine ganze Reihe. Wir haben über Lösungen, praktische Lösungen, wir haben die Geschichte analysiert. Wenn ihr also zu Hause schon im Roundpen arbeitet und dazu Fragen habt, dürft ihr sie jetzt stellen. Wenn ihr Fragen habt zu unserem Online-Kurs, dürft ihr sie auch stellen. Und weil ich die nicht allein beantworten möchte, schalten wir jetzt noch Maren, die ihr gerade im Interview gesehen habt, und Gunda hinzu. Und ich möchte euch sagen, wir haben das mit großem Aufwand produziert und ich arbeite gerne nach dem Erfolgsprinzip. Wenn ich ein Pferd verlade, dann sage ich den Leuten, also wenn es mir gelingt, euer nicht verladbares Pferd in einem überschaubaren Zeitraum von 1/4 Stunde oder 1/2 Stunde, maximal 1 Stunde zu verladen, dann kostet euch das Geld. Wenn ich es nicht schaffe, dann kostet es gar nichts. Und ich habe aber bisher immer mein Geld bekommen. Und ich bin sehr glücklich über diese Regelung, weil ich will, dass die Leute wirklich mit meiner Arbeit zufrieden sind und sie dann nur bezahlen müssen. Deswegen habe ich mich, weil ich so überzeugt bin von der Qualität dieses Kurses, entschieden, auch dieses Mal wieder eine Rücktrittsgarantie euch zu geben. Das heißt, ihr könnt den Kurs buchen und ihr könnt euch 14 Tage von dem Material beriesen lassen. Ihr könnt es mit eurem Pferd ausprobieren und sollte dann es nicht euren Vorstellungen und euren Wünschen und Erwartungen entsprechen, dann könnt ihr den Kurs kündigen und dann bekommt ihr euer Geld zurück. Ihr könnt also in aller Ruhe 14 Tage bei diesem herrlichen Frühsommerwetter ausprobieren, ob es das Richtige für euch ist. Und wenn, jetzt erwähne ich Corona doch nochmal, die Kohle gerade ein bisschen knapp ist, dann können wir auch über eine Ratenzahlung reden. Wendet euch einfach mit allen euren Fragen an uns. Und jetzt schauen wir mal. Ich glaube, Maren und Gunda sind mit an Bord. Maren, hat es geklappt? Bist du da? Also ich sehe da Maren, aber ich kann nicht sehen, ob sie... Ah, Gunda kann ich sehen. Hallo Gunda, hörst du mich? Ja. Aha, sie winkt. Hallo Gunda. Gut, also die Dame, die ich vorhin interviewt habe, ist jetzt live mit dabei. Maren, da ist, glaube ich, das Mikrofon noch ausgeschaltet. Kann es daran liegen, dass wir nichts sehen und hören von ihr? Vielleicht ist auch die Internetleitung schlecht. Also Gunda, bist du darauf eingestellt? Du bist ja sowieso auch eine sehr aktive Beraterin der jeweils Teilnehmenden. Bist du bereit, wenn jetzt die Fragen kommen? Maren, warst du das? Also, bei Maren hat die Verbindung nicht geklappt, aber Gunda ist mit aktiv und an Bord.
Und dann will ich jetzt mal anfangen. Es gibt unglaublich viele Fragen. Und Gunda, wir werden das jetzt mal gemeinsam beantworten. Wir nehmen uns dafür noch eine halbe Stunde Zeit oder vielleicht auch ein kleines bisschen mehr. Es sind so unglaublich viele Fragen da. Das werden wir auf gar keinen Fall heute Abend alles bewältigen. Aber ich sage auch an dieser Stelle gerne wieder, stellt eure Fragen. Ich werde mir im Laufe der Woche Zeit nehmen, sie alle vor der Videokamera ausführlich zu beantworten. Und dann bekommt ihr nochmal einen Link geschickt von unserer Technik. Und dann könnt ihr das, was jetzt nicht beantwortet wurde, in ausführlicher Breite nochmal euch zu Gemüte führen. Jetzt schauen wir mal, ob Maren, du darfst dich einfach melden, wenn du auch da bist. Und dann fangen wir jetzt mal an, die Fragen zu beantworten. Nachher gibt es noch Videos, wenn wir fertig sind, aber jetzt fangen wir erstmal an mit den Fragen. Ich glaube, ich muss jetzt auf Chat drücken, um das sehen zu können. Ah, natürlich, auf F und A. Fragen und Antworten. Es geht also los. Emily fragt, hallo, meine Stute wird nach kurzer Zeit beim Ritt sehr panisch und vor allem, wenn andere Pferde da sind, aber vom Boden klappt alles. Kannst du helfen? Jawohl, Emily, ich empfehle dir, dein Pferd eine Zeit lang mit Doppellonge rauszugehen. Von hinten führen ist für das Pferd eine ähnlich schwierige Situation, wie von oben geführt zu werden. Und vielleicht bist du sportlich und kannst ein paar Leute dafür gewinnen, mal einen Ausritt zu machen, nur mit Schritt oder nur mit Schritt und Trab. Dann kannst du dein Pferd auch von hinten begleiten und dann wirst du sehen, dass der Übergang von der Bodenarbeit zum Reiten vorbereitet wird durch die Doppellonge. Das ist eine wichtige Hilfe. Und das ist auch auf meinen DVDs drauf. Da kannst du sehen, wie diese Arbeit mit der Doppellonge funktioniert. Und ich schicke dir gerne auch mal bei Gelegenheit ein Video, wenn dir die Doppellongenarbeit, das Fahren von hinten nicht vertraut ist. So, jetzt kommt Marina. Also Marina, vielleicht ist es die Marina, die im Bild vorhin zu sehen war, vielleicht auch eine andere. Die Frage ist, könntest du heute etwas zum Thema Hufe geben sagen? Wie lerne ich dies am besten? Mein Jungpferd, knapp 2 Jahre. Vorne klappt es schon ganz gut, hinten haben wir noch Probleme. Sehe sie nur alle 3 bis 4 Wochen in der Aufzucht, dennoch hole ich sie ganz bald zu mir. Mit dem Hinterbein kickt sie, das ist aktuell noch mein Problem. Ich habe ihr schon eins mit der Hand auf den Hinterschenkel gegeben, aber ich denke, ich brauche einen besseren Ansatz. Vielen Dank. Also, meine Liebe, es gibt, ja genau, in dem Online-Kurs, ich rede jetzt immer die ganze Zeit vom Online-Kurs, da ist die Stute Maisie und die kickt auch. Und ich mache einen kleinen Exkurs an der Stelle, wo man sieht, wie ich arbeite. Ich kann es jetzt ein bisschen beschreiben. Ich nehme meinen Stick und anstatt meine kostbaren Hände zu nehmen, die gefährdet sind, wenn ein Pferd kickt, nehme ich meine Armverlängerung, meinen Stick und streichle so lange am Hinterhuf des Pferdes, bis es nicht mehr kickt. Wenn das Pferd nach dem Stick kickt, dann gibt es einen Klaps auf die Gruppe und ich sage, lass den Quatsch, es wird hier nicht gekickt und ich streichle sie so lange mit meinem Stick, ich mache vielleicht sogar an die Spitze einen Handschuh drüber, damit die Hand schon mal ein bisschen imitiert ist und dann erst, wenn das Pferd ruhig dieses Streicheln, diese Berührung duldet, fange ich an, von oben von der Gruppe nach unten zu streicheln. Wenn das Pferd das Bein hebt, dann reicht es vielleicht nicht nur mit der Hand ihren Klaps zu geben, hau ihr einen mit dem Stick und sage, es wird hier nicht gekickt. Und dann hast du nach 2, 3 Sessions garantiert Erfolg. So, Hanna fragt, warum legen die Pferde die Ohren an? Zum Beispiel im Video von Jasmin, auch im zweiten Video. Liebe Hanna, diese Frage wird ganz oft gestellt. Danke dafür. Geh auf die Weide, guck, wenn Pferde miteinander spielen und wenn sie sich gegenseitig jagen, versuchen in die Flanken zu beißen, guck dir die Ohrenstellung an. Das ist genau das Gleiche. Wenn Pferde sich konzentrieren, legen sie die Ohren an. Das ist eine Mischung aus Konzentration und Drohung. Und in diesem Spiel ist es auch so. Und natürlich ist das ein aufregendes Spiel auch für die Pferde. Und wenn sie in dieser Art von Aufregung sind, legen sie so die Ohren an, wie du es bei Jasmins Pferd gesehen hast. Wenn die sehr routiniert sind, dann machen sie das vielleicht nicht mehr, weil sie es dann einfach nur abspulen. Aber gerade wenn sie sich gefordert fühlen, dann sieht man genau diese Ohrenstellung. Jenny fragt, hallo Uwe, ich habe ein eher etwas langsames Pferd mit 15a. Hast du einen Tipp, was ich machen kann, beziehungsweise wie ich mich verhalten kann, damit ein bisschen mehr Pep in seine Knochen kommt? Eine herzliche Gruß aus Kölle. Also, aus Kölle fragt Jenny. Ja, also ich habe das in dem einen Video gesagt, wenn ein Pferd antriebsschwach ist, dann hilft es nur, dass ich ihm auch einfach mal einen kräftigen Klaps auf den Hintern gebe. Das heißt, du übst, Jenny, die 4 Phasen der freundlichen Bestimmtheit. Du führst und zeigst deinem Pferd die Richtung an.
Du schnallst mit deiner Zunge. Du hebst deinen Stick an und peitschst auf den Sand. Und wenn er dann noch nicht losspurtet, versuchst du ihm kräftig eine auf den Hintern zu hauen. Und du wirst sehen, das wirkt Wunder. Clinton Anderson, habe ich neulich ein Video gesehen, sagte, ich hau nicht gern öfter als einmal auf den Sand. Wer dann nicht weg ist, kriegt eine auf den Arsch. Dieser Empfehlung kann ich mich nur anschließen und hello und alaaf nach Kölle. Mona Wendt fragt, gibt es in diesem Webinar nur um den Kurs bzw. um die Werbung dafür? Es ist schon sehr stark eine Werbung, weil wir jetzt vor dem Online-Kurs stehen, liebe Mona. Aber es ist nicht nur das, sondern du wirst nachher im Anschluss, also erstmal durch die Fragen, die sich um die Roundpen-Arbeit drehen, hoffe ich, dass du ein paar hilfreiche Tipps bekommst. Und nachher gibt es noch tolle Videos, wozu Freiheitsarbeit und Roundpen-Arbeit führen kann. Und wenn du selber eine konkrete Frage hast zur Roundpen-Arbeit, dann darfst du sehr gerne die stellen. Und ich kann dir empfehlen, die vorangegangenen Webinare, die auf YouTube zu sehen sind, wo du dir die Links beschaffen kannst. Da geht es inhaltlich mehr um die Frage, empfinden Pferde Roundpen-Arbeit als psychische Gewalt? Was für unterschiedliche Spielarten und Vertreter gibt es? Und wie sieht die praktische Lösung aus, wenn mein Pferd sich losreißen will und wie kann ich die Arbeit im Roundpen dazu nutzen, die ich am Boden anfange, um mit meinem Pferd auch, wenn ich auf dem Rücken sitze, zügellos zu reiten. Also da gibt es eine Menge Sachen. Heute geht es tatsächlich sehr stark um den Online-Kurs, weil viele Leute die Frage haben, lohnt es sich denn für mich, diese Geschichte zu machen? Und wenn es sich die Frage stellt, lohnt es sich, dann kann ich sagen, der Kurs kostet 570 Euro. Dafür habt ihr 3 Monate satt die Betreuung von mir und meinem Team, eine aufwendig produzierte Anleitung, wie ihr erfolgreich seid mit eurem Pferd. Und es gibt jetzt unter dem Rabattcode Freiheit, Freiheit ganz groß geschrieben, das ist mir immer sehr wichtig, gibt es einen 20%igen Rabatt, soweit ich weiß. Oh, 20%, jetzt habe ich übertrieben. 10% Rabatt gibt es auf den Preis, wenn ihr es jetzt vor dem 1. Mai bucht. So, jetzt war das nochmal Werbung in eigener Sache, aber es gibt sicherlich auch viele Fragen zur Roundpen-Arbeit an sich und deswegen lohnt es sich für die, die sagen, den Online-Kurs will ich sowieso nicht machen, trotzdem dran zu bleiben. Es gibt auch andere inhaltliche Informationen, thematische zur Freiheitsarbeit im Roundpen. Jetzt fragt Alice, sie hat einen langen Text geschrieben, ich habe eine Reitbeteiligung an einem 9-jährigen Quarter, der kein gutes Verhältnis zu Peitschen hat und deswegen aggressiv auf den Karottenstecken reagiert. Auch wenn ich erstmal nur das Freundschaftsspiel mache, zeigt er, dass er das nicht mag. Momentan steht mir kein Roundpen zur Verfügung, deshalb lasse ich ihn jetzt einfach vom Reiten mit Vorhand und Rückhand weichen, schicke ihn zurück, alles überschnitten mit den Fingern. Wenn er darauf nicht reagiert, mache ich den gewünschten Fingerspitzendruck oder schicke ihn in die gewünschte Richtung. Dann reagiert er auf das Schnippen. Das ist vollkommen okay, wenn du ohne die Armverlängerung auskommst. Aber ich kann dir sagen, Alice, ich habe noch kein Pferd erlebt, auch wenn die eine Mischung. Manche sind aggressiv und sagen, geh mir weg mit dem Stick. Das sind die wenigsten. Die meisten reagieren ängstlich mit Rückzug. Ich habe noch kein Pferd erlebt, das man nicht in kürzester Zeit an den Stick gewöhnen könnte. Da kannst du ruhig dir ein bisschen Zeit lassen und mit dem Stick arbeiten. Das ist kein Schaden, weil gelegentlich wirst du ihn brauchen. So, jetzt haben wir die Frage von Sarah. Mein Pferd stand bis jetzt immer in einer Box, seit 3 Monaten. Jetzt habe ich sie auf die Weide gebracht. Dort fängt sie aber an, wie wild zu galoppieren. Und wenn ihr ein anderes Pferd zu nahe kommt, dann tritt sie nach ihm. Was kann ich da machen? Gar nichts. Zugucken und die Pferde kommunizieren lassen. Dass die, wenn die 3 Monate in der Box rumsitzt oder steht, froh ist, auf der Weide galoppieren zu können, da solltest du dich auch mitfreuen. Und wenn die nach anderen Pferden tritt, dann ist es Teil der ganz natürlichen Kommunikation. Da brauchst du gar nichts zu machen. Das verliert sich, wenn die Pferde sich mehr aneinander gewöhnt haben. So. Hey Uwe und Team. Noch eins weiter nach oben. Vanessa ist ganz oben. Ein Pferd im Roundpen arbeiten, welches Arthrose im Vorderbein, ich habe gehört, das sei nicht gesund. Tatsächlich ist es so, dass man ein Pferd mit Arthrose bewegen soll, aber nicht auf engen Kurven und Weiden. Da musst du sehr vorsichtig sein. Ich kann nicht
empfehlen, ein Pferd, was Arthrose hat, im Roundpen zu arbeiten. Das würde ich lieber als Handpferd mitnehmen und es geradeaus bewegen, damit die Arthrose nicht schlimmer wird. Aber Roundpen-Arbeit ist für ein derart erkranktes Pferd aus meiner Sicht nicht das Richtige. Saskia fragt, wie bekomme ich denn meiner Stute beigebracht, sich im Roundpen nach innen zu drehen? Sie dreht sich immer nach außen in der Freiarbeit. An der Longe dreht sie nach innen. Logisch, andersrum geht es ja auch nicht. Indem du geduldig mit deiner Longe arbeitest und immer mehr darauf achtest, dass du nicht mit der Longe am Kopf ziehst, sondern dass die Longe durchhängt. Wenn sie das geschafft hat, mit der durchhängenden Longe das zu machen, dann legt das Halfter vom Kopf auf den Hals, sodass du nur noch eine ganz lockere Verbindung hast. Und wenn du nie mehr an der Longe ziehen musst und sie dennoch immer nach innen kommt, dann ist der Zeitpunkt gekommen, die Longe abzunehmen und dann wird sie die Innenwendung auch nach innen machen. Wenn sie dennoch nochmal eine Außenwendung macht, korrigieren und sagen, wir werden so lange daran arbeiten, bis du mir deine Aufmerksamkeit nach innen schenkst und dann kriegst du eine Pause. Dann wirst du erfolgreich sein. Dana fragt kurz und bündig, wie groß soll ein Roundpen sein? Antwort 14 bis 18 Meter im Durchmesser. Und wir kommen zur nächsten Frage. Wir haben am Stall keinen Roundpen. Was kann ich stattdessen machen? Du kannst einen Reitplatz abzäunen. Die Hälfte, 20 mal 20, ist genauso gut und die Ecken machen nichts aus. Sind ein bisschen herausfordernder, da die Pferde neigen dazu, sich einzuparken. Du musst ein bisschen besser arbeiten, aber er muss nicht rund sein und du musst nicht extra einen Roundpen aufbauen. Eine halbe Reithalle und ein halber Reitplatz tun es auch. Wie lange und wie oft sollte täglich trainiert werden? Also täglich finde ich gut, wenn du die Zeit dafür hast. Und ich würde sagen, je nach Session 20 bis 30 Minuten. Wenn es mal schwierig ist, darf es auch bis zu einer Stunde dauern. Aber länger auf keinen Fall. Und die Regel würde ich sagen, 20 Minuten, dann ist auch gut. Und wenn dein Enthusiasmus dann noch nicht erschöpft ist, nimm dir ein anderes Pferd, wenn du noch eins zur Verfügung hast. Ankas fragt, ich habe nur ein Reitbeteiligungspferd, das ich einmal im Unterricht reite und einmal pro Woche Zeit habe für Bodenarbeit. Würde einmal pro Woche Training reichen? Also um große und schnelle Fortschritte zu machen, reicht einmal pro Woche nicht. Aber im Grunde ist es natürlich so, dass alles besser ist, als gar nicht zu trainieren. Und dann nimm dir wenigstens diesen einmal und vielleicht kannst du es auf zwei bis dreimal ausdehnen, dann werdet ihr schnellere Fortschritte machen. Mia, mein Pferd geht im Roundpen nicht ohne Longe. Sobald ich die Longe abmache, dreht sie total, jetzt wackelt es hier, dreht sie total durch und will abhauen. Sie galoppiert immer sofort los und man kann sie nicht mehr bremsen. Sie schlägt wild um sich, was kann ich dagegen machen? Danke schon mal im Voraus. Liebe Mia, du machst das Halfter ab und lässt dein Pferd wild galoppieren, egal ob sie 3 Minuten galoppiert, 5 Minuten oder 10 Minuten. Und dann in dem Moment, wo sie aufhören will zu galoppieren, irgendwann hört jedes Pferd auf zu galoppieren, dann nimmst du deinen Stick, peitschst auf den Sand und sagst, jetzt habe ich richtig Spaß am Galopp, galoppiere noch 10 Runden weiter. Wenn du das konsequent machst, wird dein Pferd aufhören zu galoppieren, weil du den Wunsch des Galoppierens so verstärkt hast, dass er für das Pferd unangenehm wird und dann wird sie von alleine aufhören. Ganz sicher. Deborah fragt, gibt es den Webinar-Rabattcode oder ist die Aktion schon abgelaufen? Nein, wenn du, Deborah, jetzt eingibst Freiheit, dann bekommst du den ganzen Kurs, der am 1. Mai beginnt, 10% billiger. Claudia fragt, meinem Pferd fehlt die Motivation nach langem Ausfall, nach Sehnenschaden. An Ideen mangelt es nicht, aber ich verzweifle an seiner jetzigen Trägheit. Mit den 4 Phasen der freundlichen Bestimmtheit. Pat Parelli sagt, lead it, lift it, swing it, touch it. Oder Clinton Anderson sagt, point, klack, spank. Heißt, hau auf den Boden und dann hau auf den Arsch. Wirst du dein Pferd bewegen? Du kannst zuerst ein bisschen vorsichtig und zart immer auf den Hintern hauen. Wenn das nicht reicht, haust du mal kräftig drauf und dann wirst du sehen, dass dein Pferd diese Unannehmlichkeit vermeidet. Es ist wie ein Huftritt. Und wenn ein Pferd auf der Weide steht und ist am Heufressen und ein anderer kommt und tritt ihn, dann wird er das nächste Mal sich nicht mehr treten lassen, sondern rechtzeitig weggehen. Und genauso ist es, wenn dein Pferd so antriebsschwach ist, musst du einmal deutlich werden und dann wird dein Pferd ein Pferd werden, so wie wir es vorhin in den Videos gesagt haben, was aktiv ist, was motiviert sich bewegt und was sich wegschicken und zu dir holen lässt. Ganz sicher. Mona fragt nochmal, wie kann ich mein ziemlich stures Kaltblut ein bisschen besser sensibilisieren? Er reagiert in der Freiarbeit gut auf mich, wir tanzen miteinander, aber wenn ich die Hinter- oder Vorderhand wenden will mit Berührung vom Hand
oder von, ist er schwer zu überzeugen. Es bedarf dafür leider viel Druck. Ja, Mona, du kannst mit deinem Schenkel drücken und du kannst mit deiner Hand drücken und bei einem Kaltblut kannst du so doll drücken, manchmal wie du willst, es wird nicht ausreichen und dann kann es sein, dass du deinen Stick einsetzen musst. Das heißt, wenn du am Boden bist und du willst dein Pferd die Hinterhand verschieben, drücke mit deiner einen Hand und habe den Stick in der anderen. Und wenn dein Pferd nicht reagiert, nimm deine Hand weg und gib ihm einen kräftigen Klaps und du wirst sehen, das wirkt Wunder. Wenn du auf deinem Pferd drauf sitzt und du legst deinen Schenkel an, um die Hinterhand zu bewegen und er kommt nicht, nimm deinen Stick, den du über der Schulter hast und berühre ihn kräftig an der Hinterhand. Du wirst sehen, es wirkt Wunder. Ich habe die faulsten und antriebsschwachsten Pferde gesehen, wie sie fein und sensibel werden mit genau dieser Methode. Jetzt haben wir Beate. Wie passt der Online-Kurs zum Buch als Ergänzung? Mein Pferd dreht sich bei der Richtungsänderung nicht nach innen. Also, Pferd und Buch. Online-Kurs und Buch sind sozusagen zwei Seiten einer Medaille. Es gibt Leute, die blättern lieber in einem Buch und gucken sich das an, haben das vielleicht am Roundpen aufgeschlagen liegen und probieren es dann. Und es gibt Leute, die lernen besser durch bewegte Bilder. Ich gehöre zu den Letzteren, deswegen habe ich den Kurs gemacht, den Online-Kurs. Aber es ist natürlich auch eine andere Entscheidung, ob man 500 Euro ausgibt für einen Kurs, wo man 3 Monate betreut wird und viel hat, oder ob man 25 Euro ausgibt für ein Buch. Aber wenn du das Buch in der Hand hältst, glaube ich, kriegst du Lust, mehr zu bekommen, mehr betreut zu werden und dann ist das nur ein kleiner Schritt vom Roundpen-Buch zum Online-Kurs und der fällt jetzt im Moment besonders leicht, weil es, wie gesagt, 10% Rabatt gibt. Nadine hat den interessanten Nachnamen von der Ehe. Nadine von der Ehe fragt, hallo mein Pferd, soll jetzt eingefügt werden? Es soll vielleicht eingeritten werden. Wie bereite ich ihn optimal vor? Nadine, indem du auf die Roundpen-Seite gehst, indem du diesen Kurs buchst und indem du ab 1. Mai nichts anderes mehr machst als diese Roundpen-Arbeit, die dir da empfohlen wird. Weil die Bodenarbeit ist die Vorbereitung für ein natürliches und harmonisches Reiten. Und eine bessere Vorbereitung kann ich dir nicht empfehlen. Marco, mein Pferd geht fleißig nach vorn beim Reiten. Wie kann ich ihn zügeln, dass er meinem Tempo geht? Das ist eine Frage, die im Roundpen auch berührt wird, aber die mehr auch noch mit One-Rein-Stops, das heißt mit Anhalten, mit einem Zügel zu tun hat. Ich habe selber ein Pferd, was sehr aktiv ist, besonders wenn andere vor ihm gehen. Und da empfehle ich sehr, dem Pferd immer wieder den Kopf nach links und nach rechts zu bewegen und ihn dann in Ruhe zu lassen, wenn er dein Tempo geht. Damit habe ich gute Erfahrungen gemacht und deswegen gebe ich das an dich als Tipp weiter. Simone Müsing fragt, Uwe, ich habe eine junge Stute, die noch recht distanzlos ist. Am Strick habe ich Probleme, sie aus meiner Blase zu nehmen. Zone 2 funktioniert auch noch nicht so gut. Sollte ich direkt in den Roundpen mit ihr oder wie kläre ich die Zonen sicher am Strick? Also ich würde dir empfehlen, da in den Roundpen zu gehen, sie freizulassen, weil dann brauchst du dich nicht um das Seil zu kümmern, verhedderst dich nicht mit Seil und Stick und du kannst erstmal eines klären. In die Chefetage, und als das bezeichne ich den Bereich, der vom Mittelpunkt des Roundpens reicht, bis zu dem Punkt, bis zu dem Kreis, den du durchmessen kannst, wenn du mit ausgestrecktem Arm deinen Stick einmal um dich herum führst. In diesen Kreis darf niemand rein. Und wenn deine junge Stute distanzlos ist, kann es sein, dass sie zu dir kommen will oder durch diesen Bereich durchgehen willst. Und dann musst du mit dem ausgestreckten Arm sagen, hier ist ein mobiler Elektrozaun, da darf keiner rein. Und wer diese Grenze überschreitet, der wird getroffen. Dann wirst du sehen, dass die Distanzlosigkeit deines Pferdes schnell vorbeigeht und dann kannst du auch am Strick wieder deutlicher machen, wenn du dich groß machst, bis hierhin und bitte nicht weiter. Hallo Uwe, ich habe am letzten Online-Kurs teilgenommen und bin begeistert. Da ist wieder einer dieser bezahlten Beifallklatscher. Toll, freut mich. Und du sagst, Probleme habe ich mit der Bewegung auf mich zu. Weder Vorhand oder Hinterhand einzeln, geschweige denn Schenkelweichen auf mich zu, bekomme ich hin. Meine Stute bietet mir nichts, wenn ich sie mit dem Stick auf der gegenüberliegenden Seite berühre. Das zweite Problem ist das Rückwärtsrichten ohne Bande.
beim freien Folgen, sie dreht sich immer weg und geht nicht. Liebe Claudia, das, was du hier beschreibst, danke erstmal für dein Lob, sind tatsächlich seitwärts oder rückwärts auf uns zu, sind fortgeschrittenen Themen. Und wir arbeiten mit Feuereifer daran, in diesem Sommer einen fortgeschrittenen Kurs zu machen. Und wir werden dann genau dieses auch, also dass wir die Pferde, die 5 Zonen, wenn wir vor dem Pferd stehen, rückwärts schicken. Das wollen wir auch aus der Zone 5. Das heißt, ich möchte mein Pferd nicht nur vor ihm stehen, drücken, sondern ich möchte, wenn ich mit dem Stick hinter meinem Pferd stehe und berühre die Kruppe, dass er rückwärts auf mich zugeht. Wie das zu erreichen ist, erfahrt ihr im fortgeschrittenen Kurs. Das sprengt jetzt den Rahmen. Aber ich will natürlich dich jetzt auch nicht mit dieser unbefriedigenden Antwort alleine lassen. Wir werden auch einzelne Sequenzen in unserem YouTube-Kanal veröffentlichen. Und dieses Thema seitwärts oder rückwärts auf uns zu und nicht nur von uns weg, ist ein spannendes Thema, sowohl der Vorhand als auch der Hinterhand. Ich habe da ein Tango-Video neulich für die Online-Messe von Aria Agia gemacht. Da lohnt es sich vielleicht nochmal reinzuschauen. Auch das werden wir im Anschluss nochmal zeigen. Diese beiden Videos, die wir da zur Verfügung gestellt haben. Und da siehst du nochmal, wie das geht. Aber wie die Technik dahinter ist, das sprengt jetzt leider den Rahmen. Jetzt habe ich hier meine Freundin Susanne Pizzato. Hallo Susanne. Du fragst, meine Stute Twiggy, die du ja schon kennengelernt hast, ich kann mich erinnern, natürlich, steigt und buckelt mit der Doppellonge. Sie geht keinen Schritt. Was mache ich? Liebe Susanne, du bleibst dran, du hältst Abstand natürlich, wenn sie steigt und buckelt, solltest du dich nicht in die Gefahrenzone begeben, aber dann solltest du vielleicht mit Hilfe deines Mannes, dem ich schon viele leckere Zigarren verdanke, hallo und schöne Grüße an euch beide, mal ihr einen deutlichen Klaps geben. Wenn du mit dem 7-Meter-Seil arbeitest, hast du ja noch viel Material übrig und da ist eine Lederpatsche am Ende. Ich empfehle dir, der Stute zu sagen, so wie du es bei uns gelernt hast, indem du die Leine zusammenführst, sodass sie die Hinterhand berühren. Wenn sie dann steigt und buckelt, dann solltest du ihr kräftig einmal einen auf den Hintern geben und sagen, nicht in die Höhe und nicht in die Luft gehen, sondern nach vorne gehen und dann wird es hoffentlich besser. Und wenn es nicht besser wird, dann werde ich mich selber darum kümmern. Ich wollte euch sowieso schon längst mal dazu befragen. Euch besuchen und dann klären wir das auch gemeinsam vor Ort. So, jetzt habe ich natürlich den Hinweis von der Regie bekommen, dass ich Maren und Gunda eingeladen habe und ganz und gar vergessen habe, sie mit in dieses Publikumsgespräch einzubeziehen. Es ist jetzt 19.57 Uhr. Wir überziehen heute einfach gnadenlos, weil es so viel Spaß macht, in dieser Videoschaltkonferenz zu sein. Und jetzt haben wir mal eine Frage von Barbara und die würde ich gerne an euch weitergeben. Maren und Gunda, jetzt mal, seid ihr schon eingeschlafen, weil ich so viel gequatscht habe, oder seid ihr noch da? Sind noch da. Gunda ist noch da. Maren, wie sieht es mit dir aus? Ich bin da. Okay. Also, jetzt stellen wir mal die Probe auf das Sample. Ihr seid jetzt hiermit ins Expertenteam mit aufgenommen. Was würdet ihr Barbara antworten? Gunda, du bist als Erste gefragt. Wie bekomme ich es hin, dass die Pferde, während sie angebunden sind, nicht andauernd mit dem Huf scharren? Gunda, was würdest du empfehlen? Ja, ich würde das versuchen zu unterbinden, indem ich einen Stick dabei habe, auf jeden Fall. Und dann mit dem Stick halt das Bein berühre. Also ich so lange, bis das Pferd damit aufhört und dann sofort aufhören und loben. Ganz genau. Ich hätte es auch nicht besser sagen können. Man ist am Anfang deutlich dabei mit dem Stick. Also das Motto, was über all dem steht, ist, macht das erwünschte Verhalten bequem und das Unerwünschte unbequem. Und wenn dir das Scharren unerwünscht ist, und es ist ja eine Unart, dann setzt du dich da daneben, aber ganz freundlich und entspannt, mit einer Tasse Kaffee, wenn es dein Geschmack ist, mit einer Zigarette. Und wenn dein Pferd anfängt zu scharren, dann kannst du sie sanft mit der Gerte berühren, so wie eine Fliege, die sich da drauf setzt. Einfach ein bisschen unangenehm werden. Wenn das Pferd daraufhin aufhört zu scharren, kannst du sie nach einer Minute losbinden, kannst sie vielleicht eine Karotte geben oder Gras, wie auch immer, und dann wiederholst du das, sodass du dem Pferd ganz klar machst,
Und wenn du eine Minute stillstehst, bekommst du eine Belohnung. Wenn du innerhalb dieser Minute anfängst zu scharren, werde ich dich unangenehm mit meinem Stick berühren. Und diesen Prozess von einer Minute zu zwei Minuten zu fünf Minuten langsam erweitern und dann wird das Scharren bald vorbei sein. Und was dann natürlich auch noch hilft, ich habe dem grandiosen Clinton Anderson viel zu verdanken, vor allen Dingen seinen Videos, und er hat gesagt, ich binde alle meine Pferde nach dem Training grundsätzlich mindestens eine Stunde an. Und ob sie dann scharren oder wiehern oder sonst was machen, ist mir ganz und gar gleichgültig. Und ihr werdet sehen, wenn ihr das regelmäßig macht, dann habt ihr Pferde, die einfach sofort, wenn sie angebunden werden, eindösen, weil sie wissen, es könnte länger dauern. Und dann ist dieses Scharren bald vorbei. Also Geduld, Ausdauer, und dann wirst du es hinkriegen. Maren, jetzt bist du dran. Ich lese die Frage vor. Jana fragt, mein Jungspund ist laut Trainerin sehr dominant und ein besonderes Exemplar. Leider macht er immer nur, was ihm Spaß macht und ohne Diskussion. Er ist echt toll, lernt schnell, ist motiviert, aber zum Beispiel Longieren ist echt schwierig. Am Anfang will er sich immer wieder losreißen. Nach längerer Diskussion, ich schicke ihn meist, klappt es dann, als wenn nie was anders gemacht hat. Leider ist es dann am nächsten Tag immer das Gleiche. Oder es klappt einige Wochen und dann geht es wieder von vorne los. Als wenn er Schalter umlegt, ohne dass etwas vorgefallen ist. Zumindest aus meiner Sicht. Auch bei meiner Trainerin macht er dies, nur er gibt etwas schneller nach. Gesundheitlich ist alles abgecheckt. Ohne Seil, frei im Roundpen, klappt genau das Gleiche. Wechsel, Stopp, die drei Grundgangarten einwandfrei. Gibt es einen Lösungsansatz? Also wenn ich die Frage richtig verstanden habe, ist es so, dass im Roundpen alles klappt und sobald du ein Seil dran machst, klappt es nicht mehr. Maren, hast du eine Idee? Wenn du vor diesem Problem stündest zu Hause mit einem deiner Pferde, was würdest du dann machen? Gut, dass du die Frage gerade an mich stellst. Ich hätte sie wahrscheinlich auch an dich gestellt. Ich hatte tatsächlich das gleiche Problem ein bisschen mit Dodi, die auch sich nicht am führen lassen wollte am Strick und ohne Strick sehr viel lieber ist. Ich habe es durch Beharrlichkeit und Konsequenz erreicht. Also es dauert bei manchen Pferden wahrscheinlich länger. Bei mir hat es sehr viel länger gedauert, bis das am Strick gut geklappt hat oder am Seil. Und wenn man nach deiner Methode das beharrlich weitermacht und den längeren Atem hat, wird man das schaffen. Maren, vielen Dank. Und ich möchte noch ergänzen, Jana, wie wäre es, offensichtlich, es klingt so, im Roundpen klappt alles wunderbar. Wenn ich dann in die Halle gehe und will mein Pferd longieren, dann rastet es aus. Tipp von mir noch zusätzlich, nimm die Longe mit in den Roundpen und arbeite dein Pferd eine Zeit lang mit der Longe im engen Rahmen des Roundpen und geh dann erst wieder raus und dann wird sich das wahrscheinlich einfach von selber erledigen. So, Dankeschön, Maren und Gunda. Es geht weiter. Jetzt ist Gunda wieder dran. Hallo Uwe, mein Pferd läuft frei, linksrum gut mit und rechtsrum haut es immer ab. Wie bekomme ich das hin, dass er bei mir bleibt? Also, wir wissen jetzt nicht genau, ob das im Roundpen ist. Da ist ja nicht so sehr die Möglichkeit abzuhauen. Vielleicht macht dann jeder das im groben, großen Rahmen schon in der Reithalle und linksrum klappt es. Rechtsrum läuft es immer weg. Gunda, was hast du für einen Tipp? Ja, also dass es linksrum klappt, das ist nicht verwunderlich, weil man macht ja viel von der linken Seite. Führen zum Beispiel, aufsteigen und so weiter, und die Pferde sind das halt gewohnt. Und rechtsrum ist die, meistens die schwierigere Seite. Und also ich würde dann in den Roundpen gehen oder in einen abgegrenzten Bereich gehen und würde das Pferd auch an Halfter und Seil erstmal nehmen und das Seil durchhängen lassen und so lange, bis das gut klappt, rechtsrum das machen, dann abrüsten, also dann das Halfter um den Hals machen und das Seil dran lassen und letztendlich nachher nur noch das Seil um den Hals oder mit dem String halt. So als Halsring habe ich das dann gemacht und ja, so allmählich abrüsten und dann sollte es eigentlich klappen, dass es dann schneller besser wird. Ich habe den Ausführungen meiner Vorrednerin nichts hinzuzufügen. Gunda, du hast es perfekt erklärt und ich darf auch durchaus das Geheimnis verraten, dass Gunda immer noch aktiv ist, auch in der Beratung. Und es ist ja so, in der Facebook-Gruppe ist es nicht nur so, dass ihr die Frage an uns stellt und warten müsst, bis wir wieder online sind und eine Antwort geben, sondern ihr könnt euch gegenseitig helfen. Und ich hoffe sehr und wünsche mir, dass Gunda auch
euch, die ihr jetzt am 1. Mai ganz am Anfang steht, mit Rat und Tat zur Seite steht, weil sie ist so kompetent, hat sich zu so einer tollen Beraterin und Praktikerin, wie ihr im Video gesehen habt, entwickelt, dass ich mich freue, dass sie da mit an Bord ist. Und von ihr dürft ihr, da könnt ihr ja hundertprozentig drauf hören, was Gunda sagt, hat einfach Qualität und Substanz. Jetzt schauen wir mal, wie Maren die nächste Frage beantwortet. Wir sind gespannt, was Pia zu berichten hat. Mich begleitet, schreibt sie, ein 11-jähriger Vollblüter. Er steigert sich unheimlich schnell in eine Hektik und zusätzlich hat er einen sehr starken Willen. Hilfsmittel sind fast nicht einzusetzen oder er geht entweder durch oder wird vollständig blockiert. Ist es tatsächlich sinnvoll, ein Webinar mit einem solchen Pferd zu machen oder ist es nicht sinnvoller, einen Trainer vor Ort zu nutzen? Also, liebe Pia, ich sage dir jetzt Folgendes, ganz einfach. Du buchst mit dem Rabattpreis dieses Webinar und dann guckst du dir die Tipps an. Du bekommst für den ersten Monat die Anleitung und mit genau dieser Anleitung wirst du genau dieses Problem lösen. Wenn du es nicht in 14 Tagen gelöst hast, hast du das Recht und die Möglichkeit und hast, möchte ich sagen, die Pflicht, den Kurs zurückzugeben, denn da taugt er nichts. Aber ich bin ganz sicher, du wirst dabei bleiben und wirst tolle Erfolge, so wie wir es im Video gesehen haben, mit deinem Pferd haben. So, jetzt gibt es wieder eine Frage von Sibylle. Ich glaube, wer ist dran? Maren oder Gunda? Gunda. Ich habe einen 22-jährigen Wallach übernommen. Er war schon im Schulbetrieb und hat eigentlich null Vertrauen zum Menschen. Wer 22 Jahre lang Erfahrung mit Menschen macht, dem schwindet das Vertrauen. Das geht mir auch so. Also, null Vertrauen zum Menschen. Eigentlich eine sehr sympathische Sache. Nein, ich beantworte jetzt wieder ernsthaft. Neuerdings schiebt er, sobald ich ihn auftrensen will und die Zügel über den Hals legen will, den Rückwärtsgang ein und prescht nach hinten weg. Was kann ich tun? Ich würde jetzt mal ganz sagen, Sibylle, lass doch mal die Trense weg. Vielleicht hat er ein Problem im Maul. Es gibt, also meinst du auftrensen tatsächlich ihm eine Wassertrense ins Maul stecken oder meinst du einen Knotenhalfter oder einen Halfter drauf machen? Wenn ein Pferd Widerstand gegen die Trense zeigt, dann zeigt es, dass er das nicht haben will und ist aus meiner Sicht gibt es keinen Grund, einem Pferd Eisen ins Maul zu tun. Probier's mal, deinem Pferd einen Knotenhalfter drauf zu machen und es mit Knotenhalfter zu reiten, dann wirst du ganz sicherlich, also ich habe so viele Leute erlebt, die sagen, ganz anderes Pferd, ich lasse die Wassertrense raus, gebe ihm die Möglichkeit, gebisslos geritten und gearbeitet zu werden. Es gibt entsprechende Vorbereitung, nicht einfach draufsetzen und ausprobieren, aber dann gibt es so viele Pferde, die dankbar darauf reagieren, wenn man ihnen nicht im Maul rumzerrt. Jetzt habe ich wieder die Frage selber beantwortet. Sollte ich ja eigentlich gar nicht. Maren ist dran. Gut, jetzt also. Leni. Mein Pony hat einen Sehnenschaden und muss bis zum nächsten Jahr eine Pause machen. Wird es 2021 auch einen Kurs geben? Maren, die Frage kannst du nicht beantworten. Ich hoffe. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Jawohl, Maren. Du brauchst diesen Kurs nicht mehr, aber es wird auch 2021 diesen Kurs geben. Und du kannst geduldig den Sehnenschaden deines Pferdes auskurieren. Und dann machen wir 2021 mit deinem dann wieder genesenen Pferd weiter. So, Maren, jetzt, das war ja keine Frage für dich. Wie komme ich mein Pferd mehr vorwärts? Mir fehlt der Bad Guy, fragt Claudia. Wenn du keinen Bad Guy zu Hause hast, Maren, wovon ich ausgehe, dass da keine Bad Guys rumlungern, sondern dir selber helfen musst, was machst du, um ein faules Pferd schneller zu kriegen? Ja, wir haben ja erstmal die 5 Stufen der freundlichen Bestimmung, die dann darüber hinausgehen, bis letztendlich zum Einsetzen des Sticks. Und wenn das Pferd tatsächlich weiß, was gemeint ist und reagiert auch auf von Stufe 1 bis Stufe 5 gar nicht, dann ist ja die Möglichkeit, schneller von Stufe 1 zu Stufe 5 zu kommen und den Stick schneller und vielleicht etwas mit mehr Energie einzusetzen, um eine Reaktion zu erhalten. Also wisst ihr was, ihr beiden, ihr habt den Job, ja? Ihr könnt ihn, ab 1. Mai macht ihr die Videoantworten. Das ist alles so, da habe ich nicht das Bedürfnis, was dazuzufügen. Es ist genau richtig. Nur eins ist, es sind nicht 5 Phasen, sondern 4, aber das ist ja nur ein gedankliches Modell. Es halt, wenn ich sage, steigere den Druck von Phase 1 bis Phase 4, das könnte ich genauso gut sagen, mach so wenig wie möglich Druck, aber immer so viel, wie nötig ist, um dein Ziel zu erreichen.
Und am Anfang heißt es tatsächlich, für jede Phase 3 Sekunden Zeit lassen. Und wenn dann ein Pferd so faul ist, dann dürfen diese Phasen zusammenschnüren, bis du sagst, ich will, dass du jetzt gehst, und dann macht's bumm. Und wenn das Pferd das erlebt hat, dann funktioniert es hundertprozentig. Es muss, und es ist ja heutzutage in vielen Kreisen verpönt, dass man ein Pferd mit dem Stick, mit der Peitsche eine auf den Arsch haut. Ich gehöre nicht zu diesen Leuten. Dann könnte man auch keinen Strom mehr auf den Zaun machen, weil man sagen würde, ja, das Pferd kriegt ja einen Schlag. Richtig. Das Pferd muss eine Grenze kennenlernen und sagt, hier ist die Wiese und selbst wenn die abgefressen ist, wirst du nicht auf das leckere Maisfeld rübergehen. Und wenn du es doch diese Grenze austestest, wirst du einen Stromschlag bekommen, der dich lehrt, das bitte zu vermeiden. Und genauso wird das Pferd aufgefordert, beweg dich bitte für mich. Und wenn das Pferd sich nicht bewegt, muss es durch die schmerzliche Erfahrung eines Stickschlages dazu ermuntert werden. Aber nicht jedes Mal auf den Arsch hauen, sondern das muss ein-, zweimal richtig kräftig passieren. Und dann sollte das Anheben des Sticks genügen, um zu sagen, oh Scheiße, ich mache mich mal besser vom Acker. So, Winkelmeier fragt, was kann ich tun, wenn das Pferd öfter mal einfach am Rand fressen geht? Gunda, diese Frage geht an dich. Naja, das ist mir anfangs auch passiert mit meinem Pferd natürlich auf der Weide. Das Gras war wichtiger. Und ich bin dann halt hin und habe dann mit den 4 Phasen ihm gesagt, jetzt wird nicht gefressen. Und dann musste halt auch mal Phase 4 zum Einsatz kommen am Anfang, aber nur einmal. Und dann hat es ihm gereicht. Und so sollte man das halt auch da machen. Und die Pferde lernen das sehr schnell dadurch. Jawohl, ganz genau, so ist es. Also man macht das erwünschte Verhalten bequem, das unerwünschte unbequem. Und du musst eben, deswegen hast du ja einen Roundhand, wo du schnell bei deinem Pferd bist, auch wenn er in Freiheit ist. Und die Freiheit ist ja doch relativ eng begrenzt. Solltest du schnell, wenn er den Kopf absenkt, statt sich auf dich zu konzentrieren, Gras fressen will, energisch eingreifen und dann wird dieses Verhalten schnell verschwinden. Die nächste Frage möchte ich gerne selber beantworten, weil mir das auch mal so ging. Da steht von Jenny, mein Pferd Andi, 12 Jahre alt, geht, seitdem er letztes Jahr in der Klinik war, nicht mehr in den Hänger. Okay, wir haben ein Hängerproblem. Und es ist die Frage, kann mir der Online-Kurs dabei was helfen? Was hilft Roundpen-Arbeit, wenn es um den Hänger geht? Ich bin vor einiger Zeit gerufen worden, ein Ausbildungspferd abzuholen, weil die sagten, ich kriege den nicht in die Hänger, nicht mal in die Nähe des Hängers. Und mir ging es leider genauso. Ich habe dieses Pferd nicht halten können, der hat sich losgerissen, keine Chance. Dann haben wir ihn frei, wie er war, in den Roundpen getrieben und anstatt die Hinterhand zu weichen, wenn ich ihn dazu aufgefordert habe, ist der gerannt. Der ist 40 Minuten gerannt, bis er klatschnass war. Und in dem Moment, als er zum ersten Mal, statt vor mir wegzurennen mit seiner Vorhand und dem Rest des Körpers, die Hinterhand respektvoll gewichen ist, und zwar nach links ein Schritt und nach rechts ein Schritt, konnte ich dieses Pferd ans Halfter nehmen und er ist ohne zu zögern und ohne sich loszureißen mit mir in den Hänger. Also Jenny, mach die Roundpen-Arbeit, vor allen Dingen die Respektarbeit. Stell den Hänger neben den Roundpen. Lass dein Pferd rückwärts treten. Verschieb ihm energisch die Hinterhand. Lass ihn seitwärts gehen. Wie diese Übungen funktionieren, erfährst du alles im Online-Kurs. Und dann mach die Tür auf vom Roundpen, bring dein Pferd zum Hänger und er wird wieder in den Hänger reingehen. Wenn das nicht klappt, dann komme ich selber vorbei und helfe dir. Jenny, jetzt, worauf muss ich beim Knotenhalfter achten? Das ist jetzt eine Frage, die ich gerne an Maren weitergeben würde. Was würdest du sagen, außer dass man es natürlich im Weinzellshop kaufen muss, was muss man noch beim Knotenhalfter beachten? Maren? Beim Knotenhalfter, da gibt es eine optimale Beratung im Weinzellshop, die ich gleich am Anfang in Anspruch genommen habe. Du wirst über die Größe beraten, es ist verstellbar. Es ist ganz einfach, sich einen Knotenhalfter zu kaufen, viel einfacher als eine Trense oder sonst irgendetwas. Und im Weinzierl-Shop gibt es tatsächlich die besten Modelle in allen Farben und Formen. Und wie gesagt, das Größenproblem gibt es eigentlich gar nicht, weil die Knotenhalfter verstellbar sind, auf die jeweilige Größe anpassbar. Also ich glaube, bei Uwe, bei dir im Shop gibt es für Warmblüter, für Kaltblüter und für, ich weiß nicht, ob es auch für Kleinpferde Halfter gibt, aber jedenfalls ist ein Knotenhalfter hier zu erwerben und gar kein Problem. Ja, und ergänzend, vielen Dank, Maren, möchte ich noch sagen, es ist auf den richtigen Sitz zu achten. Ja, die Pferde an den Nüstern, wenn das Halfter zu tief sitzt, dann kann es sehr schmerzlich sein oder sogar gefährlich. Deswegen solltest du die Faustregel beachten. Es sollte 1 bis 2 Finger breit
über dem Wangenknochen sein, dann sitzt das Knotenhalfter richtig. So, Petra schreibt kurz und knapp, meine Reitbeteiligungsstute kommt nicht zu mir. Gunda, was würdest du Petra raten? Ja, ich habe das damals dann mit Halfter und Seil gemacht und das auf mich zulaufen gelehrt, indem ich mich vor mein Pferd gestellt habe und rückwärts gegangen bin und mit dem Stick gepeitscht habe neben meinem Pferd. Und so hat es gelernt, auf mich zuzugehen. Und dann bin ich vor ihm rückwärts getrabt und so habe ich das dann halt erweitert und dann habe ich das Seil abgemacht und dann klappte das auch ganz schnell. Und in dem Online-Kurs ist ja auch ein Videoclip dabei, wo mein Pferd kommt nicht auf mich zu, wo du das nochmal genauer beschreibst, also wo man dann auch abrüstet, später dann das Halfter um den Hals legt. So hast du das da beschrieben und so habe ich das dann auch durchgeführt. Und das hat ganz schnell geholfen, dass mein Pferd gelernt hat, auf mich zuzugehen. Ja, vielen Dank, Gunda. Genau, das ist richtig und es ist ein bisschen merkwürdig. Du hast gesagt, wenn man neben dem Pferd peitscht und dann kommt es auf einen zu, dann denkt der Unerfahrene, wie soll das denn gehen? Das würde den Rahmen jetzt sprengen, aber genau so ist es. Wenn du für das Pferd gefühlt deinen Arm mit dem Stick lang machst und hinter ihm treibst, kommt es auf dich zu, glaubst oder glaubst nicht. Man sieht es in vielen Horsemanship-Videos und natürlich auch in meinem Online-Kurs, wie ich nicht müde werde zu bemerken. Marco hat die Frage, die ich schnell selber beantworten möchte. Wie erreiche ich es, dass mein Pferd sich hinlegt? Nein, ich möchte die Frage nicht beantworten. Wir haben gesehen, dass Gundas Pferd liegt. Gunda, wie hast du das erreicht? Ich habe das mit der Fußlonge erreicht, weil mein Pferd wälzt sich immer im Akkordtempo. Das wälzt sich hin und her und springt sofort wieder auf. Und der hatte halt nicht so das Vertrauen. Er konnte vorher schon das Kompliment zu beiden Seiten, aber mehr weiter kamen wir halt nicht. Und dann habe ich die Fußlonge genommen und habe ihm eben den Weg gezeigt in die Tiefe. Und dann ging das auch ganz schnell. Also er konnte ja das Kompliment schon, ist dann unten geblieben und nach ein, zwei Malen hat er das dann schon gemacht und dann habe ich die Fußlonge dann abgemacht und das so allmählich dann erarbeitet. Ja, vielen Dank, Gunda. Ich kann es nur bestätigen, Marco. Es gibt im Grunde mir bekannt zwei Methoden, das zu machen. Entweder das Pferd mit Leckerlis nach unten zu locken, überhaupt nicht mein Stil. Und die andere ist, es durch Weichen auf Druck nach unten zu bewegen und dass die Beinlonge oder Fußlonge, wie Gunda sie genannt hat, eine wertvolle Hilfe. Muss man aber auch Erfahrung haben, würde ich dir jetzt nicht empfehlen, das einfach so mal das Bein hochzubinden, sondern eine genaue Anleitung entweder über Internet oder mit einem erfahrenen Trainer oder Trainerin das auszuprobieren. Juliane fragt, was ist, wenn mein Pferd innerhalb der Minute, die es warten soll, nach dem Scharren wieder anfängt zu scharren? Dann stellst du die Uhr auf Null und sagst ihm, pass auf, du stehst jetzt hier, 30 Sekunden sind vorbei. Wenn du noch 30 Sekunden durchhältst und nicht scharrst, dann werde ich dich losbinden. Wenn du anfängst zu scharren, werde ich wieder mit der Gerte, mit dem Seil, mit irgendwas unangenehm deinen Fuß berühren und vorher die Uhr wieder auf Null stellen und dann geht es eben nochmal eine Minute. Kann sein, dass es eine halbe Stunde dauert, aber vor dem Zeit, dass du eine Minute gewartet hast, endet es nicht. Wenn du diese Geduld und Konsequenz aufbringst, dann wirst du Erfolg haben. Jetzt fragt Manu und diese Frage geht an Maren. Manu und Maren kommunizieren jetzt über Internet. Hallo Uwe, ich übe derzeit mit meinem Pferd viel im Bereich freie Bodenarbeit und wir sind dabei durch deine Videos schon sehr weit gekommen. Danke für das Kompliment. Beim Einladen oder auch beim Wechseln durch die Bahn kommt er brav in die Mitte, pariert allerdings immer ohne Einweisung in den Schritt durch. Hättest du eine Idee, eine Übung, damit er beim in die Mitte laufen die jeweilige Gangart hält? Natürlich habe ich eine Idee, Manu. Maren, du bist dran. Ja, ich bin dran, okay. Eine Möglichkeit wäre zunächst
diese Lektion oder dieses Weiterlaufen mit Halfter und Seil zu üben, also näher an dem Pferd dran zu sein. Die andere Möglichkeit ist, die Gunda dann natürlich beschrieben hat, dass man sich vor das Pferd stellt und mit dem Stick und dem langen Ausholarm von hinten verstärkt Energie gibt, um dem Pferd zu zeigen, dass es das Tempo beibehalten soll. Ganz genau, Maren. Und ich habe noch eine dritte Idee. Und da vorhin haben wir über den Bad Guy gesprochen. Wenn du, Manu, eine Helferin oder einen Helfer zur Verfügung hast, der quasi hinter diesem Pferd als treibender Hengst hergeht, und das geht im Galopp sicherlich nicht ganz einfach, aber ihr müsst ja nicht im Galopp anfangen, probiert es mal im Schritt, dass dein Pferd, dass der Mensch, der hinter dem Pferd hergeht, auf den Hufschlag, in dem Moment, wo du dein Pferd einlädst und dein Pferd wendet sich dir zu und es bleibt dann stehen, dann klatscht er hinter dem Pferd in die Hände und gibt somit einen treibenden Impuls, damit das Pferd weitergeht. Und wenn das im Schritt ein paar Mal geklappt hat, macht ihr das im Trab. Dann muss der Mensch hinten, der Bad Guy, ein bisschen rennen, aber das ist hier kein Schaden. Und wenn er dann hinter dem Pferd her trabend so macht, dann wird das Pferd im Trab bleiben und dann sofort aufhören, Pause, Lob, und dann wird der Treibende von hinten immer entbehrlicher und nach einigen Sessions wird er ganz überflüssig sein und dein Pferd hat bei deinem Pferd hat es Klick gemacht und er wird die Gangart nicht mehr unterbrechen. Also, da war noch eine Frage von Juliane. Wir haben schon gefragt mit der einen Minute, mit dem Scharren. Wenn es beim Berühren des Beines gar nicht aufhört zu scharren, dann musst du stärker berühren, unangenehmer sein. Das heißt, wenn ich so jemand sage, hallo, lass das mal, und er greift trotzdem ins Marmeladenglas, dann sage ich auch mal, jetzt muss es mal patschen, dass es richtig klar ist, es ist ernst gemeint. Und dann ist es wichtig, dass du dann sofort dein Pferd in Ruhe lässt und es vielleicht streichelst. Wenn er so hartnäckig ist, kannst du deinen Stick nehmen und sagen, wenn du scharrst, hau ich dir auf die Finger, und wenn du aufhörst zu scharren, streichel ich dich. Du kannst ihn auch eine Minute lang streicheln. Wenn er dann nicht anfängt zu scharren, entspannst du dich, lässt ihn los. Und irgendwann muss er auch ohne Streicheln, ohne zu scharren, eine Minute, zwei Minuten und dann auch fünf Minuten und länger stehen bleiben. So, jetzt kommt Janine Lachey. Diese Frage geht jetzt wieder an Gunda. Hallo Uwe, mein dreijähriger Wallach reißt sich oft plötzlich bei der Bodenarbeit am Strick los. Wir schieben es auf sein Alter und darauf, dass er es einmal gelernt haben muss, zu wissen, wie stark er ist. Bei der vereinfachten Freiarbeit ist er aber sehr aufmerksam und büxt kaum aus. Wie kann das sein? Wir besitzen keinen Round Pen, der Reitplatz ist aktuell durch die Situation nicht betretbar. Wie kann ich mit ihm arbeiten, ohne dass er ständig ausbüxt? Da ist, es gibt nachher ein Video zum Thema Losreißen und Lösungen im Round Pen. Ohne Round Pen ist es schwer zu machen. Also wenn du nicht eine Möglichkeit hast, auf einer Wiese ein Areal abzustecken, dann wird es wahrscheinlich so sein, dass du ein bisschen warten musst, bis diese Zeit vorbei ist und du wieder auf dem Reitplatz arbeiten kannst. Weil ich will dir nicht allen Ernstes empfehlen, dein Pferd angebunden zu arbeiten. Das kann man machen in Ausnahmefällen, ist aber was für einen erfahrenen Profi. Weil wenn man es falsch macht, ist sowohl der Mensch als auch das Pferd in Gefahr. Und deswegen kann ich dir das nicht raten, sondern schau, dass du in irgendeiner Weise in einen Round Pen oder in ein enges Areal kommst und dann die Übung, die heißt C-Pattern oder Falling Leaves, also ein ständiger Wechsel von Vorhand und Hinterhand in so einer Art liegenden Acht. Diese Übung ist schwer verbal zu erklären, muss man sich anschauen. Wie gesagt, es gibt dazu ein Video im Anschluss an alle Fragen. Das wird jetzt dann schon bald gestartet, beziehungsweise es kommt dann als neuer Link zu euch hinzu. Also das Reiten lernen ohne Zügel und das Verhindern des Losreißens, wie man das im Roundpen übt, werdet ihr dann bekommen. Jetzt habe ich eine Sache von der Regie. Ich soll nach oben scrollen und... okay. Also, ich bekomme noch, wenn ihr stellt jetzt immer Fachfragen, das ist auch euer gutes Recht und das sollt ihr auch weitermachen. Wenn ihr aber auch noch Fragen habt an Gunda und Maren, wie sie den Kurs empfunden haben, was sie da, wie sie zu Hause gearbeitet haben oder so, dann dürft ihr auch nicht nur Fragen an mich stellen, sondern Fragen direkt an Maren, wenn euch was interessiert von ihrem Pferd, oder Gunda, wie sie das erreicht hat, dass sie die Beine in die Luft strecken kann und ihr Pferd um sie rumzirkelt mit Sonnenschirm und allem Schnickschnack.
Vortrag oder wie sie den halben Sprung sich erarbeitet hat, dürft ihr auch Fragen direkt an meine beiden Expertinnen, die zugeschaltet sind, stellen. In der Zwischenzeit beantworten wir nochmal die Frage von Katja. Die geht jetzt an Maren. Ich habe eine Reitbeteiligung. Ich bin etwas schreckhaft. Wenn das Pferd aus Spaß eine Bewegung oder Schreck zur Seite springt oder Bock hat, sich zu bewegen, wie kann ich mich desensibilisieren? Maren, hast du eine Antwort auch für Menschenprobleme oder nur für Pferdeprobleme? Die Antwort ist hier ganz einfach, glücklicherweise, und zwar durch den Kurs. Das Ziel ist ja, oder das Ziel für die Teilnehmerin, die eben die Frage gestellt hat, von unten so viel Selbstbewusstsein kriegen, dass man sich automatisch desensibilisiert und problemlos aufsteigen kann. Und das vermittelt der Kurs. Das Verhältnis zwischen Pferd und Mensch wird geklärt, ist dann ganz klar, und du wirst am Ende merken, dass du so selbstbewusst bist, dass du dich fragst, was du am Anfang für ein Problem mit der Sensibilisierung hattest. Wenn jetzt irgendjemand den Verdacht hat, dass es sich bei dieser Sendung um bezahlte Werbung handelt, Maren. Ich kann es nur empfehlen. Natürlich, also wenn man so ein bisschen skeptisch ist, dann denkt man, Gott, was machen die hier für ein Ding? Aber wir sind halt nun mal leidenschaftliche Horsemanship-Leute und Anhänger dieser Arbeit, und wir können nichts anderes sagen als, es ist eine tolle Zeit, und es gibt so viele Leute, die sagen, mein Gott, was habe ich alles mit Pferden gemacht, seitdem ich diese Freiheitsarbeit, was gibt es Schöneres, als so wie du mit deinem Pferd auf der Wiese gearbeitet hast, so wie Gunda mit ihrem Pferd arbeitet, und dann dieses Gefühl zu haben, ich muss den nicht zwingen, ich muss den nicht knechten, es ist eine gewisse Art von mentaler Freiheit und Freiwilligkeit, mit den Pferden zu arbeiten. Für mich gibt es auch nichts Geileres. Maren, vielen Dank. Also die Frage, wenn ich noch ganz kurz eben Antwort geben darf, weil ich es auch hatte, beim Aufsteigen bin ich gezuckt und das Pferd ist gezuckt. Wir sind also beide über die Wiese gezuckt sozusagen. Der eine hat sich bewegt, der andere hat sich erschreckt. Jetzt nach dem Kurs ist es so, ich reite gerade ohne Sattel, ich habe einen Hocker, und weil ich mit dem Hocker nicht alleine aufsteigen kann, liegt auf dem Hocker ein Putzkasten und es wackelt alles ganz doll, und ich steige auf diesen Putzkasten und dann auf das Pferd, und manchmal fällt der Putzkasten in dem Moment runter zwischen die Beine und das Pferd bleibt so lange stehen, bis ich aufgestiegen bin, und damit hatte ich nie gerechnet, das Pferd stand nie beim Aufsteigen. Und mittlerweile steigen wir so auf. Maren ist völlig verrückt. Also, ihr dürft euch das gerne anhören, aber bitte, ich möchte nicht, dass ich irgendwann von der Versicherung dafür haftbar gemacht werden soll. Also, bei Weinzell habe ich gelernt, erst die Aufstiege, dann den Putzkasten und dann oben drauf steigen. Nein, Maren, das war nicht ernst gemeint. Also, ich finde es eine lustige Vorstellung. Ich möchte gerne ein Video sehen, die Sensibilisierungsarbeit von Maren, wie du mit Absicht dann den Putzkasten runterschmeißt unter deinem Pferd, und dein Pferd steht nur ruhig da. Dann kriegst du von mir die Sensibilisierungsnote 1. Vielen Dank, Maren. Und jetzt geht's weiter mit Sibylle. Und die Antwort kommt von Gunda. Es waren nur die Zügel über den Hals. Ah, kein Gebiss im Maul. Er macht es auch, wenn es nur ein Strick ist. Also Sibylle hat sich nochmal zu Wort gemeldet. Aber er macht es meist nur am Anbindeplatz. Stehe ich in der Mitte am Platz, geht es danach besser, ihm etwas über den Hals zu legen, ohne dass er nach hinten weggeht. Also das ist vielleicht auch so eine Sache von Gewohnheit. Gunda, willst du dazu was sagen? Fällt dir dazu was ein? Naja, ich würde das dann nicht unbedingt am Anbindeplatz machen, solange es eben am anderen Platz auch noch nicht hundertprozentig funktioniert. Also ich würde dir raten, dann erstmal an einen anderen Platz zu gehen, weil manchmal verselbstständigt sich sowas ja. Und an die Pferde verknüpfen dieses Verhalten halt mit einem bestimmten Platz. Und so würde ich erstmal vorgehen. Wenn es perfekt klappt am anderen Platz, dann würde ich nach ein, zwei Wochen es mal wieder am Anbindeplatz versuchen. Genau, also Sibylle, du probierst es aus. Und wenn es nach ein, zwei Wochen nicht besser geworden sein sollte, wovon ich nicht ausgehe, wendest du dich direkt an Gunda in der Facebook-Gruppe, und dann muss sie sich nochmal was Neues überlegen, oder wir überlegen gemeinsam, wie wir dir noch weiterhelfen können. Jetzt fragt Chiara: Hallo Uwe, ich würde sehr gerne gebisslos reiten, aber meine Weltstute hat so die Möglichkeit durchzugehen. Mit Gebiss bekomme ich sie schneller wieder unter Kontrolle. Hast du da einen Lösungsvorschlag? Ich habe schon probiert, mit und ohne Gebiss. Also ein Pferd, was sich im Gelände
nur durch Schmerzen im Maul übers Gebiss reiten lässt, muss dringend erstmal Horsemanship lernen, nicht unbedingt im Roundpen. Da ist es auch eine gute Möglichkeit natürlich. Aber vor allen Dingen muss sie lernen, den Hals zu biegen und das Anhalten mit einem Zügel zu machen. Ich würde, natürlich kann ich dir nicht empfehlen zu sagen, wenn du sie mit Knotenhalfter nicht halten kannst, geh einfach ins Gelände, probier es mal aus, auf keinen Fall. Was du machen musst, ist die Nachgiebigkeit deines Pferdes im Hals trainieren, ganz viel. Schau dir an, wenn du irgendwo die Möglichkeit hast, anhalten mit einem Zügel oder auf Englisch One Rein Stop. Und das musst du mit deinem Pferd üben am Knotenhalfter. Und wenn sie dann nachgiebig ist in allen Gangarten auf dem Platz, dann ist es Zeit, mit dem Gebiss frei auch mit ihr ins Gelände zu gehen. Alles andere ist gefährlich. Und ich würde ein Pferd, wo man ein Gebiss für braucht, um sie anzuhalten, da ist auch dringend geboten, sie auszubilden, weil das Gebiss ist nicht dazu da, mehr Schmerzen und mehr Druck auszuüben, sondern feiner zu kommunizieren. So, jetzt habe ich wieder eine Frage selber beantwortet. Jetzt ist als nächstes wieder Maren dran. Katrin fragt, ist Rückwärtsgehen nicht ein Zeichen von Weichen? Ich habe mit meinem Pferd geübt, dass es zu mir kommt, wenn ich es einlade und mich zur Seite drehe. Also, das ist die Frage, die oft gestellt wird. Maren, hast du dazu eine Antwort? Ich glaube, dieses Seitwärtsdrehen oder diese Schulter, die das Pferd dann so einlegt, das ist, glaube ich, die Monty Roberts Methode, soweit ich das weiß. Das ist wirklich alles, ganz genau so ist es. Also gibt es verschiedene Methoden. Dieses Einladen, was im Online-Kurs gezeigt wird, ist sozusagen das Ansaugen durch den Bauchnabel, was auch funktioniert. Letztendlich gilt hier, wie wahrscheinlich überall auch, wenn es klappt, wenn das Ergebnis gezeigt wird, was man haben will, ist doch alles gut. Also es gibt immer mehrere Methoden, zum Ziel zu kommen. Und wichtig ist wahrscheinlich, dass man bei einer bleibt, um für das Pferd eine klare Sprache zu sprechen. Jawohl, sehr schön. Und die Frage ist ja, wenn man rückwärts weicht, wird es von vielen als, du weichst dein Pferd ja aus, wird er dann nicht dominant, übernimmt er dann nicht die Führung? Es ist ein wahnsinniger Unterschied. Wenn mein Pferd auf mich zustürmt und ich weiche rückwärts aus, dann ist es eine Unterwerfungsgeste. Aber wenn ich sozusagen mein Pferd auf dem Hufschlag habe und ich lade es ein, indem ich ihm Raum gebe und rückwärts gehe und sage, guck mal, den Raum mache ich für dich frei, komm doch rein, dann ist es keine Unterwerfungsgeste. Und ich halte sehr viel davon, die Pferde mit Augen auf und zu meinem Bauchnabel her einzuladen, anstatt mich abzuwenden. Und deswegen empfehle ich euch diese Methode. Jetzt Frage. Wenn ich mein Pferd holen möchte, Janina 251 fragt, wenn ich mein Pferd holen möchte, kommt es zwar auf mich zu, aber sobald ich einen Ansatz mache, ihn zu halftern oder nur meinen Arm hebe, läuft er weg und ich komme gar nicht mehr an mich ran. Wie kann ich das ändern? Wenn ich mein Pferd holen möchte, kommt es auf mich zu, aber ihn zu halftern oder nur meinen Arm hebe, läuft er weg und ich komme gar nicht mehr an mich ran. Also rein mit dem Pferd in den Round Pen und dann sagst du ihm, wer wegläuft, und zwar so ein bisschen, um sich dem Halfter zu entziehen, läuft hier 5 bis 10 Runden Galopp. Und dann bietest du ihm wieder das Halfter an und das wiederholst du so lange, bis dein Pferd nicht mehr auf die Idee kommt, sich dem Halfter zu entziehen. Liebe Leute, ich muss jetzt an dieser Stelle mal einen Cut machen. Es sind noch sehr, sehr viele Leute im Chat. Das freut mich sehr. Bitte? Okay, also, Conny signalisiert mir, es sind nicht mehr so wahnsinnig viele Fragen. Wir überziehen gnadenlos heute und so kommen dann also auch noch Jennifer, Jürgen, Josef und alle anderen dran. Ich lese mal die nächste Frage vor und dann machen wir langsam Schluss. Für uns hier und für euch gilt es dann noch, die Videos, so ihr denn noch Lust habt an diesem schönen Sommerabend, Videos zu gucken, könnt ihr noch die Videos gucken. Hallo Uwe, wenn ich mein Pferd zu mir einlade, will er zwar zu mir kommen, wenn ich jedoch möchte, dass er auf mich zutrabt, indem ich neben ihm den Stick schwinge, hat er so viel Respekt, dass er sofort wieder weg ist. Was soll ich tun? Gunda, das ist eine Spezialfrage für dich. Du hast es vorhin schon erklärt. Erklär es bitte nochmal verständlich und hilfreich für Jennifer. Kannst du die Frage nochmal wiederholen? Ich habe genau. Wenn ich mein Pferd zu mir einlade, will er zwar kommen, wenn ich jedoch möchte, dass er auf mich zutrabt, indem ich neben ihm den Stick schwinge, hat er so viel Respekt, dass er sofort wieder weg ist. Was soll ich tun?
Ja gut, dann würde ich ihn auch an Halfter und Seil nehmen und ihm das dann nochmal signalisieren, dass er keine Angst zu haben braucht, weil dann kann er ja nicht weglaufen und dann würde ich eben, also so lernt er dann schnell, dass er auch am durchhängenden Seil dann auf dich zukommt, ohne wegzulaufen. Also er wird desensibilisiert eben auf dieses Schwingen des Sticks neben ihm. Das lernt er dadurch, dass es eben ein Antreiben ist. Ne? Auf dich. Ganz genau. Wenn man ihn am Halfter hat, ist es schwerer wegzulaufen. Und die Anlehnung am Zaun ist auch noch eine Hilfe. Also macht es nicht irgendwo im freien Raum des Round Pen, sondern stellt euch selber auf den Hufschlag, geht rückwärts und bewegt euch und dann habt ihr eine Chance, das dem Pferd beizubringen, dass ein Stick, der neben ihm peitscht und der quasi in seine Zone 5 zeigen will, kein Anlass ist und kein Grund wegzulaufen. So, jetzt fragt Jürgen, jetzt haben wir auf einmal lauter Männer. Jürgen fragt, wie bringe ich meinem Pferd bei, am hängenden Zügel strikt zu parken, sprich einfach stehen zu bleiben. Ganz interessant, wir haben das gerade dazu ein Video aufgenommen, ist aber noch nicht veröffentlichungsreif. Das ist die Methode, Jürgen, des sogenannten Ground Tying. Dieses Ground Tying funktioniert so, dass du dich frontal vor dein Pferd hinstellst, ihm sagst, bleib stehen oder hast irgendein Kommando, wow oder was auch immer. Und dann gehst du rückwärts von deinem Pferd weg mit erhobener Hand und sagst ihm, ich gehe rückwärts weg, aber du bleibst bitte stehen. Wenn er dann trotzdem kommt, verstärkst du den Druck und sagst ihm, bleib stehen. Und das ist der Anfang. Wenn du das 3,80 Meter Seil hast und kannst dich rückwärts entfernen und dann wieder hingehen und ihn loben, rückwärts entfernen. Und du kannst dich bewegen und er regt keinen Fuß, dann nimmst du das ein längeres Seil, das 7 Meter Seil beispielsweise, und gehst so weit von ihm weg, wie es geht, dass das Seil noch am Boden ist. Und dann fängst du an, auch langsam um ihn herumzugehen, dann wird das Pferd lernen. Es gibt Situationen, wo mein Freund Jürgen möchte, dass ich mitkomme. Und es gibt Situationen, wo er mich bittet zu warten, zu parken. Und das musst du ihm ganz deutlich unterschieden mit Hilfe dieser Methode beibringen. Und dann wirst du erfolgreich sein. So, jetzt noch eine Frage für Maren von Josef gestellt. Wie funktioniert ein Round Pen aus Litzen? Kann man einem Pferd so vielleicht fälschlicherweise den Respekt für den Weidezaun nehmen, wenn es bei der Round Pen Arbeit durch die Litze rennt? Ja, wenn man es durch die Litze jagt, Josef, dann ist es schlecht und deswegen solltest du auf jeden Fall, wenn du, es gibt Pferde, die, Maren, jetzt beantworte ich die Frage doch schnell selber, weil es so eine technische Frage ist unter Männern, ne, Josef. Wenn du die Arbeit im Round Pen machst, mit einem Litzen Round Pen, solltest du am Anfang auf jeden Fall ein Stromgerät einsetzen und dann Pferd erstmal da in Ruhe lassen, grasen, dass er vielleicht auch die Grenze austestet, mal einen Stromschlag bekommt, damit er weiß, hier ist wirklich eine Grenze. Und wenn dein Pferd diese Grenze nicht respektiert und durch den Zaun geht und lieber das Weite sucht und den Schmerz eines Stromschlags riskiert, dann ist ein Litzen-Roundpen tatsächlich nicht das Richtige. Dann solltest du zu einem Gitter-Roundpen oder zu einer Reithalle, die du halbierst, greifen. Lothar Dietz, ist das vielleicht mein Freund Lothar Dietz aus Marburg? Lothar, toll, dass du eine Frage stellst. Mein Reitbeteiligungspferd gibt nur ganz schwer die rechte Hinterhand, kippt aber bereitwillig den Huf nach vorn zum Auskratzen, aber Halten in der Hand ist nur unter Kraftaufwand möglich. Er war wohl mal verletzt, beginnt immer zu hüpfen, wenn ich den Huf halte. Wie gehe ich's an? Herzliche Grüße an alle aus Marburg. Er läuft übrigens sehr gut in allen Gangarten. Lothar, also was die Hufschmiede ja, wenn sie richtig arbeiten, machen, ist, sich die Hinterhand dann über den Oberschenkel zu klemmen. Wenn du ein Vertrauen zu deinem Pferd hast und keiner ist, der kickt oder so, dann kannst du es ihm dadurch erleichtern, dass du die Hinterhand anhebst und sie dir dann über den Schenkel legst. Und vielleicht ist es dann besser. Aber wenn es so ist, dass er da vielleicht ein anatomisches Problem hat, dann musst du vielleicht damit leben, dass es nicht besser hinzukriegen ist, als dass er auf der einen Seite einfach den Huf nicht so gut geben kann. Vielen Dank, dass du dir das Webinar angeschaut hast und herzliche Grüße zurück nach Marburg. Christa, hallo Uwe, ich würde gerne wissen, inwieweit das Round Pen Horsemanship arbeiten die Beine belastet, da mein Pferd verdickte Ringbänder hat und ich deswegen angefangen habe, weniger zu reiten und viel spazieren gehe und dabei merke, wie sich die Kommunikation verändert und doch gerne mehr vom Boden aus arbeiten möchte.
Enge Wendungen, Christa, sind eine Belastung, das kann man nicht anders sagen. Und ich fühle mich nicht kompetent, jetzt nur noch so zu tun, als wäre ich ein Tierarzt oder ein Anatomieexperte. Da würde ich dich bitten, dir Rat zu holen, um bei einem Tierarzt oder bei einem Tierheilpraktiker und es dann vorsichtig im Schritt auszuprobieren, bevor du eine intensivere und die Knochen- und Gelenke belastendere Arbeit machst. Emily fragt, welche Videos meinst du, ich musste essen? So, Emily, du bist jetzt zurück und hast gegessen und jetzt beenden wir dieses Frage- und Antwortspiel. Ich danke euch allen sehr. Denkt daran, dass ihr noch 4 Tage Zeit habt, um euch zu entscheiden, den Kurs zu günstigen Konditionen zum Rabattpreis unter dem attraktiven Rabattcode Freiheit zu buchen. Und dann sehen wir uns schon am 1. Mai wieder. Ich bin gespannt auf eure Videos, auf eure Pferde und auf eure Arbeit und sage jetzt noch viel Spaß beim Betrachten unserer Videos. Und ich werde mich jetzt verabschieden und die Videos mir nochmal anschauen, weil die sind wirklich sehr spannend. Wir sehen mal meine glorreichen 4 in ausführlicher Version und viel Spaß dabei. Und viel Spaß auch beim Tango-Video, was ihr noch sehen könnt. Herzlichen Dank, Maren und Gunda. Es war bestimmt nicht das letzte Mal, dass wir in dieser Berater- und Expertenrunde waren. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Einen herzlichen Gruß zu euch nach Hause. Erholt euch gut von diesem und wir werden die nächsten Tage mal telefonieren und gemeinsame Pläne schmieden, wie wir weitermachen. Herzlichen Dank an alle, die dabei waren. Ganz besonders, wie gesagt, an Maren und Gunda. Und tschüss, bis zum nächsten Mal. Und jetzt noch viel Spaß bei den Videos. Ciao Gunda, ciao Maren.
Wasser, ich melde mich jetzt mal wieder von dort. Dann ist alles gut. Abends bei diesem Wetter gibt es nichts Schöneres, als mit den Pferden zu arbeiten. Und die haben so schnell so viel gelernt und es ist so eine tolle Sache. Dann, man muss natürlich wahnsinnig sich konzentrieren, aber ich meine, das ist das, was wir... ich habe richtig mit iMovie rumgespielt. Ich bin ja alles andere als ein Technikfreak. Normalerweise bin ich draußen. Aber jetzt habe ich eben viel Zeit, mich damit zu beschäftigen und habe dann tatsächlich selber dieses Video geschnitten und habe natürlich auch, wie es meine Art ist, immer ein bisschen Quatschtexte eingefügt. Ihr dürft das alles nicht so ganz ernst nehmen. Was ihr ernst nehmen dürft, ist die Arbeit mit den Pferden. Hier ist der problematische Serio. Ihr kennt ihn vielleicht aus dem Video. Mein Shyboy heißt Serio. Der ist noch der unerfahrenste und das Tolle ist auch, dass ich jetzt mit 4 Pferden arbeiten kann, die auf ganz unterschiedliche Weise ihr Ausbildungsstand ist. Der Velos ist natürlich perfekt in allem. Der Mambo kann auch schon ganz schön viel, weil er letztes Jahr viel trainiert wurde von mir und auch schon auf größeren Shows mit dabei war. Estepeño ist ein altgedienter Recke und jetzt zeige ich euch mal, zack, wie das seitwärts herangehen und heranschieben funktioniert. Und so, jetzt habe ich sie erstmal alle auseinandergestellt auf ihre Pylonenplätze. Und dann, jetzt hält es Mambo und Serio nicht mehr, weil wir hier an ihnen vorbei galoppieren. Und ich habe es ja schon gesagt, diese Arbeit, die ich jetzt in großem Spaß die nächsten Monate machen werde, werde ich auch immer dokumentieren in Videos. Und ihr, die ihr dann beim Kurs dabei seid, werdet immer auf dem aktuellen Stand erhalten, wie wir Fortschritte machen. Und ich will von euch dann natürlich auch sehen, wie ihr Fortschritte zu Hause macht. So wird es ein Austausch, ein Hin und Her zwischen spannenden Videos und Erfolgen in der Freiheitsarbeit. Ihr seht jetzt, wie die Pferde bei mir bleiben in Freiheit, wie aufgeregt auch Serio, das ist der ganz außen, noch ist, wie routiniert Velos das alles abspult und sich überhaupt gar nichts aufregt. Und Serio ist immer in der Spur zu schnell dabei und rennt los und rennt auch nochmal weg, aber das gehört ja alles dazu zur Trainingssituation. Und dann spiele ich mal in Spanien noch schöne kubanische Musik vor. Und jetzt, nach getaner Arbeit, heißt es, für euch alle auch zu Hause, langsam mal schlafen gehen. Der Erste, der schlafen gelegt wird, ist Velos. Den braucht man nur vor ihm im Sand zu tippen. Bei Estepeño klappt es auch schon ganz gut, der hebt sein Bein. Aber ich muss noch seitlich daneben stehen und ihn auch noch mal ein bisschen touchieren. Und dann legt auch Estepeño sich hin. Schauen wir mal, wie es als nächstes bei Mambo klappt. Der muss sich noch den Huf halten. Er hat es noch nicht geschafft und ganz verstanden, aber wenn er dann den Huf in die Höhe gehalten bekommt, legt er sich ganz easy hin. Und hier bei Serio seht ihr, wie ich mit der Beinlonge arbeite. Der ist soweit, ins Kompliment zu gehen, aber hinlegen tut er sich bis jetzt noch nicht. Also da habe ich noch ein Stück Arbeit vor mir, so wie ihr auch. Ihr startet mit der Basis im Round Pen und wir... jetzt kommt noch das Flachlegen mit Stick. Ihr seht, ich berühre ihn da, wo der Kopf am Hals angewachsen ist und Velos neigt sich zur Seite und dann gibt es ein bisschen Desensibilisierungsarbeit. Das, was ihr von Gundula gesehen habt mit Ball und mit Peitsche, Gunda, natürlich nicht Gundula, Gunda, Dankeschön. Und auch Estepeño hat kapiert, wenn hier der Stick drückt, dann soll ich mich hinlegen. Das ist schon die etwas fortgeschrittenere Variante. Und wie das am Anfang aussieht, hier jetzt auch die Desensibilisierung. Und dann ist er froh, dass er es hinter sich hat und überstanden. Und dann sage ich ihm, jetzt darfst du dich auch wieder aufstellen. So, und Mambo, da zeige ich nochmal, wie es geht, dass ihr euch auf der gegenüberliegenden Seite positioniert und euer Pferd zu euch hinten ist auch weniger gefährlich, wenn das Pferd mal aufsteht, dass es dann euch nicht die Hufe gegen die Beine schlägt, sondern ihr das von der Seite aus macht. Also bei dieser ganzen Arbeit ist immer natürlich auch Vorsicht geboten, aber der Spaß wiegt
alles auf und der Spaß ist über allem. Und jetzt heißt es auch für Mambo aufstehen und wir sind durch. Die glorreichen vier verabschieden sich mit einer Abschlussrunde. Mir hat es Spaß gemacht, mit den Pferden zu arbeiten. Mir hat es Spaß gemacht, diesen Film für euch zusammenzuschneiden. Und das ganze Webinar hat mir Spaß gemacht. Ich habe ein bisschen zu viel versprochen, was das Tango-Video betrifft. Das haben wir nicht auf unserem Server oder jetzt aktuell nicht parat. Aber ihr vielen, vielen Leute zu Hause, die ihr so lange durchgehalten habt, ihr bekommt dieses Videomaterial noch zur Verfügung gestellt. Ich werde mich diese Woche hinsetzen und dann noch ein paar attraktive Sachen, die lehrreich und unterhaltend sein sollen, wie es die Weinzell Horsemanship Art ist, werde ich die für euch zusammenstellen, dürft ihr euch schon mal freuen und dann übt fleißig mit euren Pferden, aber vor allen Dingen habt Spaß. In diesen schwierigen Zeiten sage ich goodbye und bleibt den Pferden und dem Horsemanship treu. Es lohnt sich für euer Pferd und für euer Leben. Tschüss, bis zum nächsten Mal.